Backspin. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit mir, Nico, und meinem Gast heute, einem sehr interessanten Fotografen aus Hamburg, wie ich finde, Pascal Kourouge. Hallo. Hallo. Wir beide haben ja schon ein bisschen Geschichte, was Interviews angeht. Das muss man an dieser Stelle vielleicht einmal vorweg erzählen. Wir haben für Sonos Home haben wir uns... Ja, das war das Erste, oder? Ja, glaube ich, haben wir uns unterhalten. Und dann haben wir uns, glaube ich, auch im Juni, Juli irgendwann mal für einen Podcast getroffen, haben das Ganze hier gemacht, haben ein bisschen gemeinsam, also auch, glaube ich, auch 2 Stunden geredet, aufgenommen. Und dann habe ich es nicht hingekriegt, meine ganzen Planungen, Organisationen für die Veröffentlichung so hinzubekommen, dass du wiederum in deinem dann doch recht hektischen Leben in der Zeit so viele neue Dinge mitgebracht hast, dass es wahrscheinlich Quatsch gewesen wäre, die alte Version zu veröffentlichen. Stimmt. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, mich mit dir jetzt einmal nochmal hinzusetzen, zu einer offiziellen, frischen Version. Ihr werdet die unveröffentlichte nie, also die werdet ihr nie zu hören bekommen, das, was da alles gesagt wurde. Deswegen ist es auch für uns, glaube ich, eine Aufgabe, dieses junge, frische Gefühl und dieses junge, frische Gespräch in der dritten Runde noch einmal hinzubekommen. Aber du hast ja wahrscheinlich auch viel zu erzählen, oder? Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich davor gesagt habe. Darum ist das alles. Der Weg ist ja bei dir von im Prinzip, und das ist ja dann die Runde, auf der wir uns befinden, von einem Buchprojekt zum anderen. Das ist so ein bisschen der Kreisel, an dem sich dann jetzt im Moment auch so ein paar Leute an dir reiben, beziehungsweise Interesse daran haben. So, ne? Also erzähl mir mal ein kleines bisschen generell. Wie ist so gerade der Aufschlag von Pascal Kourouge in der Öffentlichkeit? Ja, ich bin, wie gesagt, erste Buch ist durch jetzt. Jetzt ist gerade die Zwischensequenz bis zum zweiten Buch. Bin gerade super viel unterwegs, mehr mit Musikern als, glaube ich, je zuvor in meiner Zeit in Deutschland. Und sammle einfach nur ganz viel Material, gerade ganz viel Input. Und ja, viele Leute kommen auf mich zu, sind so... Fragen, ob sie mich begleiten können bei einigen Dingen. Gerade heute kam eine E-Mail, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Ob sie mich begleiten können bei so... Begleiten beim Begleiten. Beim Begleiten und das so Making-of-mäßig filmen können. Aber hast du gesagt, Nehmann ist Nico. Nico. Nee, witzigerweise, du kennst den Typen auch. Das, müssen wir nachher nochmal drüber reden. Okay, vielleicht ist es ganz cool, also. Ja, guck mal, müssen wir noch drüber sprechen. Aber ich habe ja auch schon so den ein oder anderen Podcast mitgekriegt, also ja. Wenn wir von der offiziellen Medienseite sehen, die Leute haben schon so angefangen, Interesse an dem, was du machst, zu bekunden. Ne? WDR war jetzt gerade, oder was heißt jetzt gerade, schon ein paar Monate her. Ich sollte jetzt, ich darf nur das erzählen, ich erzähle es einfach mal, jetzt gerade sollte ich bei 1 live sein. Das habe ich aber voll verbockt. Also die offizielle Version ist, dass ich krank war, aber ich habe es so richtig krass verbockt. Und jetzt wird es aber wiederholt. Das ist Rockstar-Lifestyle. Also du warst krank, einfach. Du siehst auch nicht gut aus gerade. Insofern kann ich das schon verstehen. Nee, ich dachte die ganze Zeit, das findet in Hamburg statt. Das kann ich ruhig erzählen. Das ist nicht so schlimm. 1 live Hamburg, ganz klar. Nein, irgendwann vor einem halben Jahr haben die gesagt, wir mieten dann ein Studio in Hamburg. Und ich habe so alle E-Mails ignoriert, die mir geschrieben haben und habe immer nur geantwortet mit, ja, ich kümmere mich drum. Wirklich so. Weil ich keine Zeit hatte. Und irgendwann habe ich so mit der Moderatorin voll viel telefoniert und so und alles cool. Und ihre erste Show auch nach der Sommerpause, sie übernimmt und alles voll, sie voll aufgeregt, aber richtig geil vorbereitet und so. War auch ein cooles Format in einem Studio mit so 70 Gästen, 300.000 Leute Einschaltquote, also schon geil. Freitag aufgenommen, Sonntag ausgestrahlt. Naja, und dann irgendwann sitze ich hier zu Hause und bin mit einem Kunden noch im Telefonat, weil ich darauf die Woche in Kassel eine Woche sein sollte und für Daimler was machen musste. Und bin mit diesen Daimler-Leuten im Telefonat und schreibe gleichzeitig mit der Moderatorin über WhatsApp so, ey, hier, schick doch mal, hier, ich habe jetzt keinen Bock, meine E-Mails zu durchwühlen, schick doch mal bitte die Adresse, dann komme ich gleich und bin ich so eine halbe Stunde früher da nach diesem Telefonat. Dann schickt die einen Standort aus Köln, Alter, und ich bin in Hamburg. Das war halt so, fail. Danach so, bitte Köln, ich bin in Hamburg. Mein Telefon klingelt von 10 verschiedenen Nummern, ich immer noch in dem Telefonat mit Daimler, bin so, ey, ich kann nicht rangehen. Völliger Ausnahmezustand. Jetzt holen wir es trotzdem nach. Ja, aber so ein bisschen Rockstar-Lifestyle gehört dazu. Das es tat mir so leid, ich habe ihr Blumen geschickt. Sehr gut, aber ja, dann so hast du vielleicht auch die Situation gerettet. Ja, sie war dann sehr happy und meinte, ey, danke, und jetzt sind alle wieder glücklich. Das Interessante daran ist, wenn man mal überlegt, also wie wir uns kennengelernt haben, die Geschichte kommen wir nachher nochmal, dann ist es immer absurd genug, weil du dich da besser dran erinnerst als ich, und das ist auch das Peinliche daran. Okay, legen wir das vorweg. Ich erinnere mich immer noch an diese Situation, als wir 2014, glaube ich, war das deine schöne Reeperbahn-Festival Almost Not Famous Ausstellung aufbaust und ich komme rein und sage, hi, ich bin Nico. Ja, und wir hatten diesen Moment halt schon.
echt 4, 5, 6 Mal. Und ich war so, Digga. Oh Gott, ich bin so schlecht. Das war mein. Ich habe dir keine Blumen geschickt. Aber vielleicht sollte ich das nochmal nachholen. Ja, ich weiß, dass du Nico bist. Wir kennen uns. Ich so, scheiße. Aber das ist halt schon insofern ganz lustig, weil es, wenn man sich dann mit dir beschäftigt und versucht, was mitzukriegen von dem, was du machst, das ist ja meistens bei Fotografen immer echt so, dass sie auch im Hintergrund stattfinden. Ja, aber komplett. Dank Almighty Paul Ripke ist so ein bisschen auch daraus so ein Lifestyle geworden, dass man das von hinter der Kamera auch vor die Kamera packt. Stimmt. Ja, und weil es ja oftmals auch den Charakteren und den Menschen dahinter vielleicht auch ganz gut tut, ne? Weil ich meine, es gibt, ich habe genug verrückte Fotografen kennengelernt, die auch genug Geschichten zu erzählen haben, dann sollen sie vielleicht auch machen. Und das hat bei dir ja schon mit dem Buchprojekt im Prinzip angefangen, ne? Also, ja, genau. Das war so ein Abschluss von wie vielen Jahren, um es nochmal kurz zusammenzufassen? 2004 bis 2017 im Grunde. Ja. Also ich glaube, das letzte Bild ist tatsächlich. Weil das Buch kam 2016 raus. Darum geht's nicht. Ich glaube, das letzte Bild ist April 2016 geschossen worden. Siehst du, das sind 12 Jahre und das ist im Prinzip eine lange Lebensgeschichte, die relativ absurd ist, die vielleicht auch nochmal gleich kurz ein bisschen zusammenfassen können, die aber in diesem Buch zusammengefasst ist und dann, glaube ich, mal abgesehen von deinem Freundeskreis oder Leuten, die dich aus Hamburg kennen, weil du schon mit denen gearbeitet hast, aber dann auf einmal Leute das erste Mal auch was greifen konnten, was der Typ an dir. Ja, aber auch die anderen nicht, weil ich habe das ja nie so wirklich, also selbst ganz, ich habe jetzt gerade einen anderen, ich bin, als ich nach Kassel gefahren bin, habe ich mit einem alten Kumpel rief mich an und der war so, ey, voll krass und so. Und der war tatsächlich so in der Zeit, ist so eigentlich von meinem besten Freund ist das so ein Kumpel. Und ich habe aber viel mit denen, immer wenn ich in Deutschland war, habe ich halt mit denen rumgehangen. Und die haben, selbst die haben das nicht so. Die wussten, dass ich in Amerika war und so. Und es gibt einen Moment, ich habe ihm zum Geburtstag eine Postkarte geschickt, dem Typen Nils heißt er. Und ich saß in einem Raum mit Snoop und Snoop hatte auf der Postkarte unterschrieben. Das war das Einzige so und war so. Und dann meinte er so, ey, ich habe das Buch gelesen, so krass, Alter, wir haben ja nie drüber, weil ich habe halt nie davon erzählt. Darum ist es so, auch für alle Leute, die mich kennen, sind halt so, okay, ich wusste, dass du New York warst, aber dass es so krass war, wusste ich nicht. Ist ja auch immer so eine Mischung aus, wenn du Fotograf bist, dann bist du in erster Linie ja, also wenn wir klassisch denken, dann hast du einen Job, dann musst du ein cooles Foto machen, ja, musst die Fresse halten, kriegst Geld dafür. Genau. Und selbst wenn du der Starfotograf bist, oder der vielleicht die Stars fotografiert oder ein bisschen Tour oder sowas alles, bist du trotzdem der Typ mit der Kamera, sollst den Star fotografieren und dann relativ ruhig sein. Ja, genau. Das ist bei dir ein kleines bisschen anders, oder? Bei mir? Ja. Ja, jetzt dadurch, dass ich, das war ja gar nicht so die Absicht, dass ich mit diesem Buch so in diese, in den Vordergrund rücke. Eigentlich, ja, eigentlich wollte ich ja nur diese Geschichten erzählen von diesen Menschen auf den Bildern und irgendwie war es dann so persönlich geschrieben, dass es dann auch sehr viel um mich ging irgendwie. Und es war aber keine Absicht. Also tatsächlich, ich sehe mich mehr so, darum ist es dieses, gibt es da auch kein Ego-Problem oder so, wenn ich viel mit Musikern arbeite, weil ich sehe mich wirklich nur so, mein Job ist es, gerade den Stars da sein zu lassen und gut auszusehen lassen und nicht, dass ich hier irgendwie gut dabei dastehe. Aber klar, es ist immer mehr so. Das ist ja was, was man auf jeden Fall dann auch ganz schnell vorwerfen würde, ne? Also ja, total. Jetzt versucht er auch wie... Ja, genau. XY, also wie von mir ist wie Paul Ripke, nicht immer den gleichen Namen zu nennen. Jetzt will er da auch irgendwie Superstar werden und will auch mit ein bisschen ins Licht so. Wie geht man dann damit um? Also man lässt es einfach passieren. Man kann es auch, guck mal, das Problem ist, dass früher gab es das ja auch gar nicht so durch diese sozialen Medien und diese ganze Instagram-Stories und so sind ja Fans so nah dran an den Künstlern wie nie zuvor. Ja. Früher gab es irgendwie eine Agentur, die dazwischen stand oder irgendwas anderes. Jetzt alle Künstler betreuen ihren Instagram alleine irgendwie. Und dann Bones läuft übers Festival und filmt mich halt und sagt halt, ja, hier, guck mal, Pascal bearbeitet schon die Bilder und hier, guck mal da. Natürlich kommen dann alle 187-Fans bei mir an und sind so, ah, okay, wenn der immer die Bilder macht, dann hat der bestimmt auch irgendwelche exklusiven Bilder oder witzige Stories bei sich, wo die auch wieder stattfinden. Darum lässt man es einfach passieren. Und es hilft tatsächlich auch, ne? Also das muss man auch sagen. Es ist ein schmaler Grat so zwischen, dass es natürlich hilft dem eigenen Weg und der eigenen Marke, weil das am Ende dann auch in dem Markt immer wichtig ist, eine Marke zu sein. Denn es gibt ja neben dir noch 1000 andere Fotografen, von denen, also jetzt ohne den nahe treten zu wollen, aber die Hälfte wahrscheinlich besser ist und die Hälfte vielleicht schlechter. Ey, es gibt viel bessere Fotografen, sehe ich jeden Tag und denke so, oh, okay. Aber das ist halt mittlerweile in der heutigen Zeit ist das halt noch so ein wichtiger Punkt, dass man so
sich selber so ein bisschen wahrscheinlich vermarkten muss. Und dass man wahrscheinlich diese Rolle, die man da an der Position einnehmen muss, dieses Bindeglied zwischen, in Anführungsstrichen, Foto und Star zu sein, das ist halt noch ein bisschen was anderes, als wenn da, keine Ahnung, XY sitzt und nichts sagt oder man halt voll mit eintaucht in das, was den Künstler ausmacht oder was er da gerade für einen Lifestyle hat. Denn das ist das, was man gerade und vielleicht kurz zusammengefasst mit einem Schritt in die Neuzeit, das, was bei 187 und dir so in den letzten Wochen passiert ist, in den letzten Monaten, das ist ja dann angefangen bei, ich glaube, du hast bei 6000 Followern bei Instagram angefangen. Wurdest du dann fünfmal verlinkt und dann sind wir 20.000 ausgestiegen. 25,3, glaube ich, gerade. Ja, siehst du. Und, mal, ne? und sie wachsen innerhalb, also 20.000 neue Follower 25,4 aktuell. Dank 187 innerhalb von 2 Monaten oder so. Ja, ja, ist absurd. Also wirklich einmal verlinkt und in 2 Stunden war, glaube ich, einmal plus 10.000 oder so. Läuft. Was, also ganz ehrlich, ich meine, mal abgesehen von dem Impact, den dann die Jungs gerade haben, ist das schon Wahnsinn. Dann aber dort auch mit dabei zu sein, ist ja auch so eine Mischung aus, okay, krass, ich sonne mich ein bisschen mit in dem Ruhm oder ich mache meine Arbeit. Wie schaffst du den Spagat? Ich glaube, die Jungs wissen auch, sonst wäre ich nicht so nah dran und so dabei, dass ich einfach meine Arbeit mache. Das ist so, ja. Also ich selber, na klar, es ist schon gut für mich, jetzt diese Follower abzugreifen und so, aber im Grunde, da kriege ich schon, also ich sitze trotzdem nach der Show, sitze ich irgendwie ziemlich komplett raus, ziemlich zurück und schneide da das Video und gebe eine Stunde danach Bones dieses Video und sagt zu ihm so, ey, hier hast du das Material und er denkt so, ach krass, so schnell war noch nie jemand. Und es ist irgendwie trotzdem ein cooles Video, auf 1 Minute halt nur geschnitten wegen Instagram, aber das passt halt. Und sonst wäre ich auch nie dahin gekommen. Sonst hätten die auch niemals, also Bones hätte ja niemals mich kommuniziert, wenn es nicht auf so Augenhöhe und cooler Ebene stattfinden würde. Ist dann am Ende so ein bisschen ein geheimer Schlüssel, auf den man in der Neuzeit sicherlich dann auch bauen kann, wo wir auch nochmal drauf kommen können. Ich will aber den Weg zum also wo den Ursprung von all dem und was dann vielleicht auch in dem ersten Gespräch, was wir damals im Sonos Home gemacht haben und so die Basis von all dem ist, nochmal aufs Ursprungsbuch zurückkommen. Denn diese 12 Jahre, die du da zusammenfasst und die Bilder, das ist schon eine ziemlich beeindruckende Lebensgeschichte. Und da hast du wahrscheinlich noch keine 500 Follower gehabt, wenn es da zu Zeiten überhaupt Instagram gegeben hat. Da gab es gar nichts. Da gab es doch tatsächlich, MySpace hatte ich. Und da gab es diese Top 8 Freundesliste. Und Snoop Dogg hat mich irgendwann auf seine Top 8 gepackt irgendwie. Und dann hatte ich am nächsten Tag oder so 16.000 Freundschaftsanfragen. Und bei MySpace musste man noch jeden akzeptieren. Und da hatte ich keinen Bock mehr und habe das ausgemacht und meinte so, lass die Scheiße und habe nie wieder MySpace geöffnet. Also ich habe es dann schon noch geöffnet, aber ich habe halt nie jemanden angenommen und nichts. Den Impact also, den du mit der Zusammenarbeit mit Künstlern dann für deinen eigenen Workflow oder für deine eigene Welt dann bekommst, den hast du also auch da schon erlebt. Guck mal, man könnte jetzt anfangen, auch nochmal dort jede Geschichte im Einzelnen durchzugehen, aber im Zweifel ist es genau wie beim Künstler, kauf mal ein Album, hör rein, dann verstehst du, worum es mir geht. Das gilt beim Buch wahrscheinlich genauso, oder? Snapshot Stories heißt das Buch, könnt ihr online bestellen, obwohl es gibt nicht mehr viele. Gibt nicht mehr viele. Nee, ist gut, so gut wie ausverkauft. Was war da aber wichtig? Also beim Buch. Weil es wirkt dann schon, wenn man sich es anguckt, fast so, also du erzählst, es sind Geschichten, es sind Bilder von, um kurz zusammenzufassen, von Superstars, genauso wie von unbekannten Leuten, von offensichtlich engen Freunden, von tragischen Momenten, dann auch einfach nur von Porträts aus Reisen oder aus Erlebnissen, die du gehabt hast, im Prinzip wie ein kleines Tagebuch. Ja, total. Also ich wollte immer ein Buch machen und das, was wichtig dabei ist, dass es wirklich 100% genauso ist, wie ich es haben wollte. Also ich habe wirklich alles selber gemacht. Ich habe einmal die Bilder habe ich natürlich ausgewählt. Ich habe die Geschichten, die in diesem Buch geschrieben sind, habe ich selber geschrieben. Ich habe das Layout komplett selber gemacht. Also es gab es war auch gecrowdfunded und zwischen Crowdfunding und Release gab es einmal so einen Moment, wo ein Hamburger Verlag auf mich zugekommen ist und meinte so, ey, schick uns doch mal ein paar Seiten. Dann habe ich denen, glaube ich, 5 Seiten geschickt und dann kam so wirklich 10 Minuten danach, hast du noch mehr? Ich so, ja klar, das Buch ist fertig. Und habe denen so das fertige Buch geschickt und die waren so, okay, kannst du irgendwie das Crowdfunding stoppen und wir machen das alles und wir releasen das und dann war es aber so, ja, pass auf, wir schmeißen das raus und brücken das mehr in den Vordergrund und dann nennen wir das Ghetto Stories und so und ich war so, oh nee, auf gar keinen Fall.
Und jetzt dieses Buch, wenn ich das so jemandem gebe, ist es wirklich so, kann ich so zu 110% dahinter stecken, weil es wirklich so alles aus meiner Hand ist. Und das ist, also klar haben mir Leute geholfen so, aber so der Grundkern ist wirklich so komplett meine Hand. Inklusive aller Texte und eventuell alle Texte, Fehler sind alle, er wurde korrigiert, aber so nicht so gut, also das ist nicht so gut, sorry. Aber ja, ich kann halt nicht gut schreiben so. Aber trotzdem, die Texte sind trotzdem immer noch so, trotz dass sie korrigiert sind, dass sie immer noch meine Art zu schreiben haben. Und auch Fehler, ich habe sogar jedes Buch, habe ich verpackt selber, alles. Also wirklich, es gibt niemand anderes. Es gibt noch einen Lukas, der hat mir damals geholfen beim Abholen von der Druckerei, Verpacken, bla. Aber jetzt so, alle Bücher sind wirklich einmal durch meine Hand gegangen. Das ist schon krass, viel authentischer geht es dann am Ende nicht für ein Produkt und das ist dann... Echt, das Buch wird gelagert bei meinem Sohn im Kinderzimmer. Wirklich, es ist so auf einer Palette. Heißt, er ist dankbar, je mehr du verkaufst. Er ist hier mittlerweile traurig, weil es ist so, mitten des Raums steht so eine Palette und die war halt bis zur Decke gestapelt mit Büchern. Ach, das war eine gute Burg, ne? Ja, genau. Und jetzt gibt es diese Burg halt nicht mehr und das ist halt so ein bisschen so, okay. Das ist übrigens ein Punkt, bevor wir beim Buchlein weitermachen, mal zwischendurch. Familie. Mir ist aufgefallen, dass du auch mit immer fortschreitender Bekanntheit und immer also ich meine, es geht ja gerade alles los, würde ich so sagen. Ne? Also wir befinden uns auf einer Ebene, wo du ja sicherlich dadurch noch schon mal Aufträge kriegst. Also wir reden noch nicht vom Superstar live, aber wir reden schon von, okay, Pascal Kourouche wird gerade echt wahrgenommen und die Leute haben Interesse und rufen an, oder? Ja, schon. Ich war letztens im Kino mit meinem Sohn und dann hat mir einer geschrieben, so, hey, ich stand in der Schlange fürs Popcorn hinter dir und ich wollte dir sagen, coole Fotos und so und mach weiter so. Siehst du. Also ja, schon. Die Anfänge vom Superstar-Lifestyle. Geht los. Dafür packst du verdammt viel Privatleben auch mit rein. Ja. Ziehst du eine Grenze? Ja, schon kleine, aber ich glaube, alles, was ich reinpacke, ist... Also was am privaten Zeug sind schon so Sachen, die jeder Mensch erlebt und jetzt nichts, wofür man sich schämen muss oder so. Also wenn andere Menschen aus, wenn mein Sohn zum Beispiel da drin ist, ich mache jetzt keine Momente, wo es ihm unangenehm sein könnte und Leute lachen könnten über ihn so, sondern ich achte schon drauf, dass es so, ist schon okay. Aber es ist schon trotzdem, also als wenn es Teil von deinen Stories ist und das sind die gleichen Jungs und Mädels, die sich wegen 187 die ganzen Dinge angucken und wo sind die Superstars? Und dann treffen sie auf deinen Sohn, treffen sie auf deine Frau und all diese Dinge. Und dann gucken sie irgendwann nicht mehr. Schon super. Also die Grenze zwischen Privatleben und dem Berufsleben, die ist ja schon wichtig. Das Problem ist, dass ich... Nee, ist gar nicht so schwierig zu sagen. Ich arbeite schon sehr viel. Ja. Und ich arbeite sehr viel mit Freunden zusammen. Also nehmen wir zum Beispiel auch SCK, mit dem bin ich ja super viel unterwegs. Das ist ja ein wirklicher Freund von mir. Und darum gibt es da nicht so richtig eine Grenze bei mir, glaube ich. Ich glaube, auch bei Künstlern ist noch wieder was anderes. Da kommen aber erstmal das komplette Privatleben, das mit deinen beruflichen Themen nichts zu tun hat. Ja, was soll ich denn sonst? Hast du Angst, also keine Sorge, dass du zu viel von deinem Sohn zu viel mit in deine Storys einpackst und dann jetzt, wenn es nicht mehr 20, sondern hoffentlich irgendwann 50 oder 100.000 Follower sind, jeder weiß über ihn Bescheid. Dann würde ich, glaube ich, mehr aufpassen. Jetzt gerade ist das noch so sehr übersichtlich. Und es sind wirklich nur so Momente, so ey, ich stelle ihm so, ich laufe mit ihm auf der Straße lang und sage so, ey, was findest du geiler, Ninjas oder findest du Krokodile geiler? Und er sagt so, ey, Ninjas. Oder ich mache diese eine Story, wo er so ein Iron-Man-Kostüm hat, er so. Und dann frage ich so, ey, Spider-Man oder Iron-Man? Er sagt Iron-Man und dann gibt es einen neuen Snap und so, wirklich Iron-Man? Und geht wieder und er sitzt so voll im Iron-Man-Kostüm. Sowas mache ich halt so, weißt du, da ist, glaube ich, nichts, das... Ja, da ist nichts, dass er angreifbar, glaube ich, ist. Ist dann andersrum, was du eben schon angedeutet hast, zum Beispiel so deine Verbindung oder deine Freundschaft zu zum Beispiel Künstler wie SCK und ich würde sagen, bei 187 ist es ja mittlerweile auch mehr als ein Berufsleben zueinander. Ja, total. Ist das förderlich oder ist das gefährlich für den Job? Number 7, this rule is so underrated, keep family and business completely separated. Zitiere ich mal Biggie an der Stelle. Ja, förderlich in dem Sinne, dass sie mich natürlich dadurch näher ranlassen und mir dadurch so sehr vertrauen, dass sie wissen, dass ich Fotos machen kann, die vielleicht irgendein anderer nicht schießen könnte. Und aber auch mir das Vertrauen geben, dass sie wissen, wenn ich jetzt irgendwelche Scheiße fotografiere, das nicht. Ja.
Und Dekor, selbst in, da findet mein Sohn statt. Also selbst bei SCK findet mein Sohn statt, weil er mit SCK rumhängt. Das ist halt so, ist halt schwierig, das zu trennen. Machst du auch nicht so viele Gedanken drüber, ne? Null. Sorry. Es gab mal irgendwann einen Moment, so bei manchen Sachen, es gibt, der findet mehr in der Story statt als auf Fotos. Da achte ich schon drauf. Ich poste jetzt nicht sehr, schon manchmal, aber da passe ich mehr drauf auf. Die Story wird ja auch gelöscht, aber kann man natürlich speichern und so. Aber ja. Ja, ich, diesen, schwierig. Ja, genau. Vor allen Dingen, weil auch diesem Family und Privatleben und dann auch Künstlernähe und sowas alles, was ja in meinem Job genauso immer, aber immer findest Probleme. Findest du es zu viel bei mir? Das wollte ich ein bisschen weniger? Ja. Nee, ganz im Gegenteil. Ah, also ich glaube, ich persönlich würde wahrscheinlich mein Sohn wahrscheinlich generell rauslassen. Mhm. Mache ich auch. Ja, genau. Das sind ja die Leute nicht, aber ich mache es auch, weil ich weiß, dass er nicht will. Aber selbst so wie du es beschreibst, ist es theoretisch sogar auch noch funktional. Hey, sobald er irgendwie älter wird und in der Schule richtig ist und so, und dann würde ich es auch sofort rauslassen. Ich glaube, jetzt ist er noch in so einem Alter, dass andere Kids das gar nicht mitkriegen, so, weißt du? Das Interessante ist halt, wie du schon sagst, dass du dir aber, und das habe ich dich auch kennengelernt, gar nicht so viele Gedanken darüber machst, sondern ziemlich viel intuitiv passiert. Ja, ja, total. Was dann ja aber auch so ein bisschen Schlüssel dazu ist, dass die Dinge so funktionieren. Und das ist das, was ich eben sagen wollte. Bei mir relativ ähnlich, dass ich glaube, meine Interviews in Anführungsstrichen so gern gesehen werden oder dass die Künstler dann auch gerne mit mir zusammenarbeiten wollen. Das hat ja jetzt nicht damit zu tun, dass ich jeden Tag mit denen allen auf dem Sofa chille und ja, so. Genau. Ich sitze nicht mit Sido und Savasch jeden Tag auf dem Sofa und chill und mache mir mein schönes Wochenende mit denen und dann sitzen wir uns mal und machen ein Interview. Ich treffe die auch nur alle Jubelmonate mal. Wir haben natürlich Kontakt zueinander, aber es ist trotzdem so eine Mischung aus Respektebene, aber trotzdem Vertrauen und dann ja irgendwo schon sicherlich bei dem einen oder mehr oder weniger also Richtung Freundschaft, aber was glaube ich aber einfach mit dem Job auch zusammenhängt. Ne? Das ist ja wahrscheinlich dann bei dir im normalen Fotografen, Agentur, Job, Business schon noch ein bisschen anders, oder? Ja, komplett. Also da begegne ich die Menschen ja auch auf einer ganz anderen Ebene. Ich sitze dann da in so offiziellen Meetings und dann trifft man sich mal auf dem Shooting, die Hälfte davon kennst du, die Hälfte nicht. Und dann, und beim Künstlern ist es so, du schläfst mit denen einen Tourbus. Also da, weißt du? Ich habe SDK schon sehr oft nackt gesehen. Also, ja, häufiger als du wolltest. Ja, häufiger als ich wollte, kann ich auch darauf verzichten. So, aber es ist halt so, weißt du, das passiert halt bei so normalen Jobs nicht. Aber da existiert halt so eine Nähe. Du pennst zwei Wochen jeden Tag neben dem oder unter dem irgendwie in so einem Tourbus. Also mit Trennung dazwischen. Und bei SD bin ich mir nicht so sicher, ob da die Trennung ist. Wir sind nach LA geflogen und zusammen und alles und ja, da findet ja auch so mit Künstlern findet eine ganz andere Ebene statt. Hast du da Sorge davor, dass es mal zu nah ist, wenn man vielleicht auch irgendwann nicht mehr zusammenarbeitet oder ist für den nächsten, also komm, jeder geht seine Wege. Ich weiß nicht, ob du dein ganzes Leben lang SEK hinterherlaufen willst, ohne jemals Bild. Nein. Aber es gibt ja auch Musiker, mit denen ich jetzt gearbeitet habe und jetzt nicht mehr so ist. Aber nö, das ist ja so, was soll denn da zu nah sein? Dass er dann irgendwie so, nö, ich glaube nicht. Nö, gar keine Sorge. Ich glaube, ich bin mit allen Menschen so gut, dass auch selbst die wissen, selbst wenn wir jetzt so, also selbst stell dir vor, ich würde mich jetzt zerstreiten mit SCK. Ich glaube, er weiß genauso gut wie ich, dass wir nie irgendwie so schlecht übereinander reden würden. So. Selbst wenn wir uns so richtig zerstreiten, dann ist es so, ja, okay, wir können einfach nicht mehr, wenn du sagen wirst, was ist da los? Und so, ja, cooler Typ, aber wir können einfach nicht mehr miteinander arbeiten. Und ich glaube, so sieht er es auch. Also ich meine, ich kenne auch seine Familie und seine Frau und seine Eltern und so. Ich glaube, da ist so, das beruht so auf Gegenseitigkeit. Also ich habe bei uns Mutter kennengelernt, also da bist du auf jeden Fall schon einen Schritt weit gekommen. Ja, es ist halt so, ich glaube da, ja, was soll da sein? Eine Frage, die wahrscheinlich jeder Fotograf schon mal gestellt bekommen hat und die jeder Fotograf auch genauso beschissen ist, aber ich mag sie. Ich mag solche Fragen. Was macht ein gutes Foto aus? Es zeigt ein bisschen so, was macht ein gutes Foto aus? Es ist authentisch, es zeigt so, ja, es ist so, man kann ein bisschen, weißt du, wenn man so sagt, es gibt auch dieses eklige, es ein Bild spricht mehr als 1000 Worte, so, dass man sieht das Bild und man kann was draus lesen, finde ich für mich und für meine Fotografie immer wichtig, dass irgendwie Geschichten erzählt werden mit den Bildern.
Es gibt auch technisch perfekte Bilder, die so, wo du denkst, oh krass, Alter, meine Bilder sind zum Beispiel technisch nicht perfekt. Ganz oft sind die unscharf, am falschen Punkt sind die scharf. So hatte ich auch schon Unterhaltung mit Bones drüber, wo er meint, so, ah, wenn das Auto jetzt scharf wäre, nee, ist scheißegal, Alter, das ist ein geiles Bild. Der so, ja, ja, genau. Aber wenn, nee, alles andere ist egal. Also, es ist halt so. Und wenn du dich mit Fotografen drüber unterhältst? Klar, die sehen das, obwohl teils, teils. Die sehen es, viele sehen es genauso. Kommt immer darauf an, je weiter sie im Leben kommen, umso mehr sehen sie es so wie ich. Also im Leben, im Sinne von im Leben der Fotografie. Und wenn Leute so gerade anfangen zu fotografieren, ist schon so, dann sind die so, ja, aber das Licht ist ja nicht richtig gesetzt und so. Wobei, das kann ich halt auch, aber es gibt halt so Momente, da geht's halt nicht, da kannst du kein Licht setzen, dann musst du halt mit Tageslicht irgendwie das und dies und. Du hast es ja nicht gelernt, ne? Nee, hab gar nichts gelernt. Nichts gelernt? Nichts. Skandal. Scheiße. Hast aber, dann sind wir wieder ein bisschen bei der alten Geschichte, beim ersten Buch. Schule fertig, bisschen Geld in der Hand, New York anfangen, dann da angefangen, sollte eigentlich als Dokumentation starten und bist da ins Fotografieren eingestiegen und hast da im Prinzip dann am lebenden Objekt geübt und gelernt. Aber kein Geld in der Hand. Kein Geld in der Hand. Ja. Und hast dann aber in Hamburg. Als du dann nach Hamburg gekommen bist, hier dann dir noch ein bisschen so die Skills wahrscheinlich beibringen lassen, oder? Genau. Guck mal, ich bin 2009 nach Hamburg wiedergekommen. Mitte August 2000, also letzter Tag im August 2009, 31. glaube ich, oder 30. keine Ahnung. Und habe dann erstmal nichts gemacht, nur gechillt. Und dann habe Olaf Lummer kennengelernt aus den Play Studios. Der war auch der Ziehvater von Ripke. Der hat mich ihm so gesehen vorgestellt. Und dem meinte ich dann halt so, ey, ich kann, glaube ich, fotografieren. Hier sind meine Bilder. Habe ich dem alles gezeigt. Der fand ich auch mega geil. Er so, Alter, krass und so. Und ja, aber ich habe technisch keine Ahnung. Alles, was ich bis dahin gemacht habe in meinem Leben, war wirklich aus Intuition. Ich habe nie in meinem Leben Studioblitz angefasst. Ich kann keinen Studioblitz. Ich habe nie in meinem Leben den richtigen Job abgewickelt. Bis dahin, zu dem Punkt, habe ich halt zu ihm gesagt. Und er meinte so, ey, okay, pass auf, du kannst hier ein Praktikum machen. Also wirklich, ne? Dreckigste Arbeit, wenn du denkst, so, ey, ich habe letztes Jahr noch mit Snoop gechillt und habe irgendwie Kohle auf dem Konto und alles läuft. So, okay, ich soll jetzt hier Praktikum machen. Ja, aber er meinte so, ey, du kannst hier ein Praktikum machen, 6 Monate. Und ich bringe dir in den 6 Monaten alles bei, was ich weiß. So. Und meinte ich so, ja, okay, Bombe, machen wir. Und habe ich da 6 Monate alles gelernt eigentlich und bin dann ein bisschen länger da geblieben, habe ihm viel assistiert so. Bin auch viel, also es ist so ein Fotografen-Duo, Olaf Lummer und Christoph Köster. Bin dadurch auch viel rumgekommen, aber mehr auf der industriellen Seite der Fotografie und der werblichen Seite. Und ja, hat schon sehr, 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 sehr viel gebracht, muss man sagen. Was lernt man denn da? Was unterscheidet dich von, keine Ahnung, meinen Fotografen-Skills? Ich kann jeden Blitz wirklich dieser Welt, glaube ich, bedienen. Ich weiß genau, welche Lichtrichtung das kommen muss. Ich weiß, wie weich, hart ich es einstellen muss. Ich weiß, ich kenne diese Jobabläufe auch. Ey, wenn ich jetzt ein Fotoshooting habe, dann es ein PPM gibt, es irgendwie das gibt, was ich dazu buchen muss. Wenn irgendwer, ja, was brauchst du, dann kann ich dir sofort sagen, was man braucht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, die Komposition des Bildes war mir, mache ich bis heute zum Gefühl raus. Also es gibt so Regeln, aber halte ich mich, glaube ich, nicht dran. Ja. Wie sind die? Kann man die kurz zusammenfassen oder ist das ausführlich? Keine Ahnung, ich vergesse sie immer wieder, ich weiß es nicht, ich meine wirklich, voll viele sagen immer so, ah ja, da hast du ja auch so, ja, genau. Also wirklich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Krass, hat dann 6 Monate beigebracht und hast nicht mal die Kompensation. Hey, er hat sich mega darüber aufgeregt, dass ich nie diese Blendenreihe aufsagen kann und so. Da war ich so, Digga, was, mach doch einfach hier, 1,4 gut ist. Also ja, aber was kommt nach 1,4? Ja, keine Ahnung, steht da doch, dreh einfach dann rum. So ein Riesenthema. Aber, ja. Was ist der Pascal Kerouche-Stil? Der Pascal Kerouche-Stil ist so eine Mischung mittlerweile. Schon sehr viel Gefühl, sehr viel Technik. Weniger Technik, aber sehr viel Gefühl schon. So, aber im Hinterkopf, also sagen wir so 80% Gefühl und so 20% ist so im Hinterkopf, so weiß ich, wie ich da hinkomme, um dieses Gefühl auszudrücken. Ach, woran erkennt man deine Bilder? Ob man meine Bilder erkennt? Woran man die erkennt? Oh, ganz viele sagen immer,
dass die so echt sind und man sieht so viel und das sagt so viel über den Charakter aus. Daran erkennt man die, glaube ich. Und ein bisschen am Look natürlich auch. Das ist ja das Ausschlaggebende immer. Aber viele sagen, dass sie immer so eine gewisse Tiefe haben. Jetzt gar nicht so vom... Ich habe ein Bild von Samy Deluxe in einem Studio gemacht vor blauem Hintergrund und sagen, voll viele sagen so, ey, krass, das zeigt ihn so krass privat und so. Und ich denke so, okay, aber warum? Also, aber irgendwie habe ich das Talent wohl, Menschen irgendwie abzulichten in einem Moment und mit einem Ausdruck, wo sie sehr viel von sich preisgeben. Sagen Sie das genauso, wenn du, keine Ahnung, ich glaube, für Nivea hast du auch gearbeitet, ja. Ne? Wenn du ein, ja, Nivea-Bild? Komplett. Ja? Darum werde ich gebucht. Also ich habe jetzt gerade für Sennheiser eine Kampagne fotografiert. Und das war genau der Grund, weil die authentische Bilder haben wollen, die wollten echte Momente, die wollten so, ja. Das war tatsächlich so beim PPM, so Pre-Production Meeting, war es auch so mit der Kundin, die so, ja, wir wollen so echte Momente, wir wollen das so schnappschussmäßig. Dieses Schnappschussmäßige ist halt auch so mein Style. Ja, genau. Und wir wollen das so schnappschussmäßig haben und wie kriegen wir den denn dahin? Und dann meinte ich auch so, ey, lass das mal meine Sorge sein, ich gib mir einen Moment mit dem und dann klappt das auch. Also ich hab das Talent, sehr schnell, sehr nah rangelassen zu werden von Menschen, auch die ich nicht kenne. Und das ist, anscheinend bin ich so eine vertrauenswürdige Person. Das ist ganz interessant, wenn du das beschreibst, dass die Kunden dann jetzt auch schon so kommen. Kennen die dich aufgrund deiner Instagram-Stories? Also kennen die dich wegen Krokodilen im Bild mit 187 oder? Nee, ich glaube nicht. Also sowohl als auch. Ich habe jetzt, wie gesagt, für Daimler gerade gearbeitet. Dann meinte die Chefin auch vom Werk so, oh ja, ich beobachte ja voll dein Instagram und so, voll cool und so. Und ich denke so, okay, du stehst da mit so der Chefin von Daimler und hast so irgendwie zwei Tage vorher so eine scharfe Waffe in deiner Instagram-Story gehabt. Das ist halt so ein bisschen so, aber irgendwie bisher fanden die es ganz cool. Das Gute daran ist, da bin ich dann noch mit Jogginghose 4 Tage am Stück rumgelaufen. Es wird dann einem auch nicht irgendwie, ist dann so normal, so kennen wir ihn ja. Aber ich glaube so Sennheiser zum Beispiel, die haben einfach meine Bilder gesehen auf meiner, ich bin eine normale Webseite mit Portfolio und allem drum und dran. Ich habe eine Agentin, eine Repräsentanz, die sich darum kümmert und die das rausschickt. Ich glaube, das ist eher das. Ja. Ja, ich stelle mir das so dann auch fast gefährlich vor, oder? Also bei dir? So, ich meine, guck mal, als wir uns das ist ja schon, wenn es jetzt ein Vierteljahr her ist, oder? Dann haben wir uns darüber unterhalten, dass du gesagt hast, ich fasse das auch nochmal kurz zusammen, bevor du die Antwort würdest du jetzt ja erstmal geben oder hat sie da gegeben. Ja, natürlich verdient man mehr Geld mit Industriefoto, also wenn man solche Jobs macht, als mit Musikfotografie. Ja, total. Genau. Aber an dem anderen steckt mehr Spaß, mehr Liebe. Ja, genau. Deswegen ist es auch einfach wichtig, dass man diese Balance zueinander hält. Ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile vielleicht sich sogar schon wieder ein kleines bisschen in die andere Richtung verschoben hat. Dass vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld auch mit Musikfotografie verdient werden kann. Da kannst du vielleicht was zu sagen. Kannst du an die Antwort einfassen. Nichtsdestotrotz, es ist dann aber auch ein schmaler Grat zwischen sich die Marke aufbauen und versuchen, Pascal Courouge zu sein. Auf der anderen Seite ist man aber auch Pascal Courouge, der halt mit den für bestimmt die ein oder andere Chefetage assigsten Typen, die es im Moment in Deutschland gibt, unterwegs und ist der beste Homie von denen. Weißt du, hast du schon mal Absage gekriegt? Nee, tatsächlich nicht. Weil, Schwein gehabt. Also die buchen mich ja, das weiß ich, ich kriege die Absagen ja nicht mit. Ich weiß nicht, in wie viel Fotopitches ich bin. Da sind ja irgendwie so 3-4 Fotografen immer drin und dann wird sich für einen entschieden. Aber das kriege ich ja gar nicht mit. Das macht ja alles meine Repräsentanz. Das ist so ein schmaler Grat, weil man wird schon schnell, Deutschland steckt gerne Menschen in Schubladen. Und wenn du so in diese Musikfotografie ist immer noch einer der schlecht bezahltesten Fotografiezweige, muss man sagen. Mittlerweile schon ein bisschen besser tatsächlich. Also ich will jetzt auch kein Fashion-Fotograf sein, weil diese ganzen Fashion-Fotografen, die machen für diese ganzen Magazine mittlerweile, gibt es auch nicht mehr richtig, gibt es super viele Online-Magazine. Und das wird teilweise alles umsonst rausgegeben. Also da ist die Musik schon ein bisschen besser. Trotzdem wird Fashion aber mehr angesehen. Und ich glaube, wenn ich mit meiner Repräsentanz spreche, war sie ganz am Anfang immer so, ey, mach weniger Musik, mach mehr den Kram. Ich glaube, jetzt gerade haben wir ein gutes Gleichgewicht gefunden, dass sie auch merkt, so, okay, die Art, wie ich die Musik mache, ist es auch cool. Und die Leute finden es halt mittlerweile auch cool, wenn du so du hast halt so Mappentermine, wo du hingehst zum Kunden, ich habe Mittwoch den nächsten und dann morgen ist Mittwoch, ne? Ja. Ja, und durchblättern die deine Mappe und dann sind da halt schon mal ganz viele Musiker drin, die sie kennen, dann wollen die natürlich auch drüber reden und so. Das ist schon gut. Ich
Ich glaube, ja, jetzt so richtig wegen, jetzt sagen wir 187, habe ich jetzt so keine Absage gekriegt, dass die sagen so, oh ja, aber der ist doch voll der Assi und so. Aber vielleicht schon vom Gesamtpaket ich Pascal Carouche, ne? Ja, genau. Ich glaube schon, ich glaube tatsächlich, ich hatte gerade die Unterhaltung gehabt mit jemandem, wo ich meinte, ich glaube so diese 187-Sache von dieser Wirkung her, wie ich glaube, viele Leute finden das nicht so cool. Ich glaube, Mont Blanc Füllfederhalter würdest genau. du, glaube ich, nee, nicht aber auch fotografieren. So von, nee, genau. Aber wer weiß. Also aber nicht nee. Mit Jogginghose und, nee, und 187 nee. Im nee, Rücken. Nee. Aber vielleicht, man, du ahnst gar nicht. Wir haben auch 187 beim Sennheiser Set gehört und so. Also, ist dann so ein bisschen egal. Ich kenne den mal, ich weiß nicht, also dem so einen Marketing-Boss da von Sennheiser habe ich mal vor 2 Jahren kennengelernt. Ja. Der war ein großer Nico Backspin-Fan. Das war insofern auch ganz lustig. Es ist sehr, also die Welt ist auf jeden Fall, was das angeht, Hip-Hop-Welt ist viel weiter gestreut. Ja, ja genau. Als man denkt. Damit will ich sagen, dass es irgendwann aber auch Marken gibt, wo einfach die Etikette über der Marketing-Mensch findet dich ganz cool oder die Marke steht aber nur mal dafür, dass du mit Einstecktüchern fotografieren musst. Ja, natürlich. Die gucken mich an und sagen, der kleine Assi, Alter, er soll sich verpissen. Ja, genau. Also, ja. Aber so für den Weg, den du gegangen bist, ist ja der, also die Art, wie du es jetzt gemacht hast, wahrscheinlich die richtige Variante gewesen, ne? Oder? Hättest du mal ab und zu was anderes gemacht. Jetzt, wenn wir uns zum Beispiel nur 2017 angucken. Mhm. Ja, guck mal, das ist ja auch alles wieder nach Gefühl. Ich mache ja eigentlich nur das. Also ich finde es ja, mir bringt es ja auch Spaß. So. Also diese ganze 187-Geschichte existiert ja schon viel früher. Wann war dieses Festival? 2016 zum 2016 Beispiel. Im Herbst, glaube ich. Dann, ich war letztes Jahr auch schon bei Jizzes Geburtstag in Berlin und habe da Fotos gemacht. Ich habe auch Fotos gemacht bei der Eröffnung des Ladens schon. Es wird ja jetzt erst richtig kommuniziert, dass ich so dabei bin. SDK. Kann ich kurz rangehen? Ja, live. Yannick. Hallo? Was geht ab? Ich höre dich kaum. Das ist übrigens ganz schön, bei mir geht er nie ran. Ich sitze hier gerade mit Nico, er sagt, du gehst nie ran, wenn er dich anruft. Ich gehe nie ran? Ja. Ja, ich versuche dich immer zu erreichen, aber du gehst nie ran. Ich habe dich auf Lautsprecher gepackt. Wir machen gerade, wir nehmen gerade so einen Podcast auf. Kann ich dich nicht später zurückrufen? Gerne, Mann. Schöne Grüße. Ich bin aufgeschnitten. Tja, bist du gerade aufgestanden? Der ist hundertprozentig gerade aufgestanden. So wie in letzter Zeit steht er sehr früh auf. Oder er klang nach... Durchgemachte Nacht. Ja. Nee, wir sind gestern gerade erst wiedergekommen von aus Bayern. Mhm. München, Oktoberfest. Wir dürfen den Faden nicht verlieren. Es stimmt, wir waren... wo waren wir? Ja, genau. Fuck. Ich habe ihn nämlich auch verloren. Warte. Jetzt müssen wir zurückspringen können. Können wir nicht, ne? Einfach nächste... Lass mich noch mal ganz kurz nachdenken, ob ich vielleicht noch den Faden wiederfinde. Ansonsten müssen wir vielleicht noch die Stille... Ach ja, diese 187-Sache, die lief ja schon viel länger. Warte, genau, so, dann wieder rein. Aber es fängt ja jetzt erst gerade an, dass öffentlich kommuniziert wird, dass ich so dabei in Anführungsstrichen bin und immer öfter auftauche. Vorher war das halt so hinter den Kulissen und mal ein Bild gepostet und so und auch nicht getaggt. Jetzt wird es halt offen kommuniziert. Aber worum ging es eigentlich? Achso, wie 2017 verlief. Ja, genau. Gehen wir einfach nochmal da rein. Also, ne, 2017. Soll ich einfach wieder einsteigen? Du weißt immer noch nicht, was du sagen willst? Oder? Nee, also wie gesagt, ich habe alles aus Gefühl gemacht. Ich mache ja alles viel aus Gefühl. Ich plane das ja nicht. Und diese 187-Geschichte zum Beispiel, das existiert ja schon viel länger, zum Beispiel bei diesem Festival haben wir uns 2016 ja schon getroffen, da habe ich ja schon die Bilder gemacht, dann irgendwie Ladeneröffnung, Jizzes Geburtstag in Berlin schon fotografiert. Dann Altonale vor 2 Jahren habe ich jetzt gerade ein Bild an Bones geschickt und so und das wird ja jetzt erst öffentlich kommuniziert, dass das alles so stattfindet, aber darum, ich mache mir da gar keine Gedanken drüber, was ich tue, sondern das passiert halt einfach. Ich sage halt einfach so, ey, die rufen mich an und sagen, ey, hast du Bock? Ja, klar habe ich Bock und dann bekommt vieles so eine Eigendynamik. Darum steuere ich das gar nicht so sehr, was ich tue. Ja, und so ist dann halt 2017 geworden, wie es geworden ist, möchte ich behaupten. Ein recht erfolgreiches Jahr für dich war wahrscheinlich, oder? Ja, ist ganz gut. Mhm. Ja, ich glaube, ja, 2016, 2017 allgemein waren ganz gut. 2016 hat so den Grundstein gelegt und 2017 ging dann gut ab. Wobei ich glaube, so ganz viele Leute, wenn wir jetzt mal auf dieser 187-Schiene sind, die ich so 2016 dazugefunden habe,
finden diese 187-Sache gar nicht so cool und sind jetzt so wieder abgesprungen. Ach echt? Ja, glaubst du? Glaube ich schon, dass es so ein paar gibt. Das ist so genauso wie mit Beginner. Es gibt so zwei Parteien. Einmal gibt es so die Beginner, die alten Fans, ja, die dann so sagen, ah, was soll denn der Assi da auf dem Track, wenn man über die Single, wie heißt der, Ahnma redet? So. Ja, ist cool, aber dieser Jizzes, ey, warum macht ihr jetzt Musik mit diesem Assi? Und dann gibt es diese neue Generation, die dann sagt irgendwie, ja, voll geil mit Jizzes und so. Und ich glaube, genau da bin ich gerade drin, weil früher habe ich sehr viele Bilder aus New York geteilt und so und die kennen mich aus dieser New York-Zeit und dieser Oldschool-Zeit und sind so, ey, voll geil. Und jetzt kommt diese 187 halt an und sind halt so, ja, aber die Assis, ganz ehrlich, nee, dann lieber. Aber die verstehen gar nicht, dass diese Zeit, die ich gerade mit SDK und 187 mache, das ist noch nie so nah an Amerika dran gewesen wie, also 187 vom Style her, wie ich mit denen arbeite und die fotografiere. Es gibt nichts in Deutschland, was so nah ist, wie ich mit Amerikanischen gearbeitet habe, von der Art her. In Amerika sind auch alles Drogendealer und Assis und Wichser und so. Also nicht, das, ne? Aber die verstehen das schon, wie ich das meine. Ja. Und darum mag ich das halt so. Ich kann mir aber schon vorstellen, so wie du es beschrieben hast, dass das vielleicht dann die Leute so ein kleines bisschen auch abschreckt. Und total. Und vor allen Dingen ist, ist ja, mir egal. Ist ja aber sowas dann auch vordergründig immer so, dann der Neid und der Hate, der kommt ja auch immer dazu. Oh, jetzt hat er 187 gefunden, jetzt hängt er sich als Beiboot da dran und versucht mitzuschwimmen in deren Erfolgswelle. Das habe ich lustigerweise gar nicht so viel gehört. Das wird dann ja nicht so ins Gesicht sagen, sondern immer nur hinten rum. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich so, sagen, dass ich da Fotografenkollegen jetzt, so jetzt mitschwimmen will mit diesem 187-Hype. Das ist halt so. Aber was ich jetzt so ganz viel gehört habe, so wirklich von vielen Leuten, sind so, ja, jetzt hier mit deinem, dass ich so abgehoben wirke, so, hä, so, finde ich persönlich nicht, weiß nicht, wie sie es meinen, also, ja. Ja, ich meine, der Hate gehört ein bisschen dazu. Da hattest du wahrscheinlich den Vorteil, wieder mal eine kleine Rolle rückwärts in die früheren Jahre zu machen. Ja, wahrscheinlich nicht ganz so viel mit in Amerika zu tun, weil du nicht ganz so viele Leute um dich rum hattest, die, oder? Also, oder? Mm. Und ich glaube, weil der State of Mind auch ein anderer ist. Ich glaube, in Amerika ist der State of Mind anders. Wenn ich dann aus. Wenn du Erfolg hast, kriegst du Respekt dafür. Ey, total. Also, als ich nach New York zurückkam und davor ein halbes Jahr mit Snoop gechillt habe, ich habe in der Bronx gelebt, bin direkt wieder zurück in die Bronx gegangen und alle waren so, ey, geil und so, voll cool und bla. Und das war nicht so, ah, jetzt redest du ja gar nicht mehr mit uns und so. Sondern Höhenflug war übrigens nicht dieses abgehoben, sondern dass ich so einen Höhenflug habe, habe ich gehört. Mhm. Und da ist das halt gar nicht so. Die feiern das und sind so, ey, geil. Und ich teile ja auch alles, was ich habe. Darum ist es so, ey, warum? Also was wollt ihr jetzt von mir? So, ich glaube, das gehört dazu. Das zeigen ja auch alle anderen Beispiele dieser Welt mit allen Menschen, die irgendwie irgendwas. Dann bleiben wir beim Beispiel Paul Ripke, der verflucht auch ganz viele Leute im Sinne von, oder wird auch von ganz vielen Leuten verflucht so und ist halt so, ja, okay, aber ne, im Grunde, natürlich hatte er dann irgendwie nicht mehr Zeit, jeden Tag irgendwie den und den anzurufen und so. Und hey, ich habe Familie, ich bin schon nicht zu Hause. Sorry, dass ich dann nicht mit dir Mittagessen gehe, sondern lieber mit meinem Sohn einmal chille, so den ich jetzt seit 3 Monaten nicht gesehen habe und die nächsten jetzt nur 2 Tage sehe und dann wieder weg bin. So. Aber ich finde das jetzt, ich persönlich finde es nicht so. Wie schätzt du das ein? Kennst du mich auch so ein bisschen? Sag mal ehrlich. Ganz ehrlich? Ja. Ich glaube, also guck mal, wenn man deine Geschichte hört und von früher und ich mir dann gedacht habe und dann auch dich darüber erzählen hört, gab es ja schon ein paar Versionen, deswegen wollte ich es hier nicht komplett ausbreiten, aber ich habe mit dem gechillt, ich habe 6 Monate eben, Zitat, ich habe 6 Monate mit Snoop gechillt. Das kann man natürlich in erster Sekunde, ja, genau. Genau. Ne, erzähl mal oder ja, fühlt sich ganz geil. Ich hatte ja nun aber auch schon mal die Möglichkeit mit dir 4 Tage mit Chefboss und da geht es ja jetzt wirklich nicht um den größten Hype gerade, sondern um einen, finde ich, also geht uns glaube ich beiden so, total interessantes Thema. Voll geil. Mit total liebevollen Menschen. Also noch ein bisschen vor der großen Erfolgswelle. So. Ja, genau. Und trotzdem bist du da mit genauso viel Enthusiasmus und Freude dabei gewesen und da habe ich dich das erste Mal richtig kennengelernt und ich glaube, das ist eh immer die Problematik, geht doch bei mir genauso. Ich bin auch immer der arrogante Wichser Ja, du sagst aber auch nicht Hallo, weil die Leute nicht wiedererkennst und so. Ja, genau. Und dann wird mir das auch vorgeworfen, aber genau. Du kennst mich jetzt auch, du weißt auch, dass das einfach bei meinem einfach vielleicht auch zu viel Input ist. Und das Gleiche gilt bei dir. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du jetzt komplett durchgedreht bist. Ich denke eher andersrum immer und das sind dann so die Fragen, die ich stelle, ob es
ob es cool ist, so für das, was du vorhast, so, dass man nicht zu schnell oder nicht zu viel von den Dingen links und rechts mitnimmt. So, das ist eher so die Frage, die sich jemand stellen muss, ob man jede Autobahn mitnehmen muss, ob man überall, also jetzt nicht für dich jetzt speziell, sondern im Allgemeinen, dass man sich immer hinterfragen muss für alles, was man macht, weil nicht nur der Moment wichtig ist, finde ich, beruflich wie privat, sondern vor allen Dingen das, was du in 2, 3, 4 Jahren daraus machen kannst und so. Und das ist, aber so habe ich halt auch schon zum Beispiel bei mir immer jedes Format, jedes Interview, das ich geführt habe, bin ich so angegangen. Ich habe nicht versucht, bester Freund von allen meinen Künstlern zu werden. Ja, genau. Sondern ich habe immer versucht, einen guten Job zu machen. Und ich bin auch gerne mal einfach mal von der Party nochmal einfach 2 Stunden früher nach Hause gegangen, weil ich gedacht habe, nee, ich muss jetzt nicht noch mit Rapper XY in irgendeinem Etablissement landen, wo ich dann, keine Ahnung, was noch passiert und mir denke, ja, ist auch ganz cool so, aber behalt diese kleine Grenze. Und das ist, glaube ich, weil du da sehr offensiv und sehr intensiv mit umgehst und im Prinzip, ja, du bleibst halt bis 7 Uhr morgens, dass die Leute aber nicht, und das ist nämlich der Punkt, womit man es vielleicht abschließend erklären kann. Ich rede hier gerade sehr viel, aber ich finde, dass das erklärt ist, das, was du von Bones vorhin gesagt hast, und das habe ich halt bei Chef Boss auch mitgekriegt. Und da geht es halt, wie gesagt, um Chef Boss. Dass wir feiern, wir haben Spaß, wir sind unterwegs, wir sind bis nachts unterwegs und dann lege ich mich irgendwann um 4 Uhr pennen. Wir waren eh immer die letzten beiden, die bei dieser Party-Crew wach waren. Und dann bis um 9 sitzt du da schon wieder und das Video ist fertig. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Und das zieht dann auch die nächste Frage dran an, weil das ist ja das, was die Leute da draußen immer nicht verstehen. Die wollen immer mitmachen, die wollen vielleicht auch mal genau den coolen Lifestyle haben oder auch die coolen Sachen erleben, kapieren aber nicht, wie viel man arbeitet. Wie viele Stunden arbeitest du die Woche? Die Woche, keine Ahnung. Ja, wir reden ja von einer schönen Gewerkschaft, 37,5 Stunden Woche. Ich kann dir sagen, dass ich am Tag schon, es gibt Tage, wo ich wirklich 20 Stunden am Tag arbeite. Wenn ich auf Tour bin, garantiert, weil einfach genau das der Fall ist. Video fertig, kein Schlaf, trotzdem aber auch nichts verpassen, so die Momente, weil dann, wenn du... Deswegen ist man dabei. Also, ja, schon so. Und das Hochrechnen ist 20, vielleicht so, ja, wenn ich hier in Hamburg bin, ein bisschen weniger. Gibt auch immer Ausnahmen, aber es gibt keinen Abend mittlerweile, wo ich nicht hier bis 2 Uhr morgens am Rechner sitze und irgendwas noch, sei es Bilder auswählen oder irgendwas mache, also schon, und geht am Tag tatsächlich für mich um 8 Uhr wieder los. Es gibt selten Ausnahmen. Wollte ich gerade sagen, das ist dann ja aber auch ein krasses Investment, das man macht, was dann vielleicht auch die Leute da draußen in erster Sekunde gar nicht so wahrnehmen. Hey, null. Also, so dass mein Sohn gerade so, weißt du, mein Sohn zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, weil wir dem vorhin drüber geredet haben, der kennt es nicht anders, dass ich viel arbeite so. Aber in letzter Zeit ist er halt so noch mehr Papa-Junge irgendwie. Der wird älter, der registriert auch immer mehr. Der wird älter und der ist halt so schon so, letztes Jahr hat er auch so den Spruch gebracht, so, ey, Papa ist ja eh nie da, so. Ist halt dann schon so, oh, krass, weh, oder? Auf jeden Fall, so. Es gab so eine Zeit lang, da hat er nicht mehr Papa zu mir gesagt, sondern Pascal. Was so, warum nennst du mich Pascal, so? Also ja, ein bisschen Abwechslung mal und so, Papa langweilt mich und so, und denkst du, so, ja, okay. Und dann fragst du nochmal nach, so irgendwann so, warum, ja, du bist so oft unterwegs, das fühlt sich gar nicht mehr an wie so eine richtige Familie. Hey, das ist halt schon so, das kriegen die Leute halt nicht mit so. Und dann ist halt so, ja, das ist halt krass und das verstehen viele nicht. Und natürlich verbringst du dann viel Zeit mit der Familie möglichst, aber musst gleichzeitig, ist schwierig, schmaler Grat auf jeden Fall. Darum arbeite ich sehr viel, versuche ich sehr viel abends mit ihm Zeit zu verbringen, so abends so ab 18 Uhr, bis er irgendwie pennen geht. Und wenn er pennen geht, setze ich mich sofort wieder in den Rechner und arbeite weiter. Das ist ein schmaler Grat oder so ein ganz schönes Balance-Spiel. Total, total. Gerade wenn man sich, ich meine, da geben wir uns nämlich immer hamburgmäßig die Klinke in die Hand, wo wir beide dann schon wieder unterwegs sind. Und deswegen kann ich das wahrscheinlich auch ganz gut nachvollziehen, dass es schwierig ist, da das Privatleben und das berufliche Leben also dass es die Waage zueinander hält. Dazu gehört natürlich ein starker Rücken, also Familie, die das Ganze mitmacht. Komplett. Aber auch viel Empathie dafür, ob die Entscheidungen, die man trifft, immer die richtigen sind. Ja, man kann ja auch nicht wirklich immer absagen. Also was willst du machen, wenn jetzt, SDK braucht halt morgen das Albumcover, sonst wird alles verschoben. Und es hängt so an mir. So, soll ich dann sagen, so ja, sorry, aber also ich würde es immer vorziehen, tatsächlich. Also ich würde sofort, wenn SDK mich heute anruft und sagt, so, ey, können wir morgen mein Albumcover shooten und es findet in XY statt, würde ich ohne nachdenken, so ohne zu sagen, so, ja, aber mein Sohn ist jetzt traurig, wenn er mich nicht sieht,
Ich würde sofort immer SDK vorziehen, aber das ist ja auch eine Art von... Das ist aber gefährlich. Nee, aber das ist ja, ich, guck mal, zum Beispiel so, ich komme nicht aus reichem Elternhaus und so. Für mich ist das so der größte Support, den ich meiner Familie geben kann, ist neben der Zeit natürlich, die ich dadurch ein bisschen verliere, aber Absicherung denen zu geben. Ey, mein Sohn ist bis zum dritten Lebensjahr, haben wir eine Einzimmerwohnung auf 40 Quadratmeter gelebt, mit drei Personen. Es gab Monate, wo ich nicht die Miete zahlen konnte, wo ich nicht mehr wusste, wo ich mein Essen habe ich mit dem Kreditkartenlimit gekauft, so jeden Monat. Das ist einfach jetzt anders und das ist auch, fühlt sich besser für mich an, es fühlt sich besser für ihn an, wenn ich weiß, so, ey, er würde gerne den Film gucken und ich kann jetzt einfach mit ihm ins Kino gehen. Und darum, ne, klar ist es gefährlich, aber für mich ist es so, ist ja auch, die Mutter ist ja auch da immer und so. Und das ist so, für mich ist dann, irgendwann wird er es checken, so glaube ich. Und ich versuche trotzdem so viel wie möglich für ihn da zu sein. Und ich glaube, das checken die Leute auch Instagram-mäßig so. Ich glaube, aber, das ist auch etwas, wenn ich da kurz eingreife. Schwierig. Genau, was die Leute da draußen dann auch an dem Job immer so, also an verschiedenen Jobs nicht so ganz wahrnehmen können, weil das Gedankenfeld ja trotzdem von Montag bis Freitag von 9 to 5 reicht. Ja, man dann aber bei Instagram guckt und sich denkt, ah, oh, das ist ja cool. Was machen die denn? Wo ist denn der überall? Das ist ja krass. Und dann aber gar nicht registrieren. Und da muss man ja fast auch schon irgendwelche Instagram-Bloggerinnen in Schutz nehmen, wenn du dir Caro Dauer oder wie sie alle heißen anguckst, mit einem, denen dann vorgeworfen wird, dass sie ja eh nichts machen außer Instagram-Stories. Ja, genau. Aber wer in seinem Leben schon mal, keine Ahnung, in 4 Ländern innerhalb von 10 Tagen gewesen ist, der weiß, dass der Körper einfach, das ist einfach Horror irgendwann. So. Auf jeden Fall. Ich hatte vor kurzem eine Woche, da musste ich Montag nach Berlin zu einem Termin, musste am gleichen Tag wieder zurück, auch natürlich ein bisschen aus privaten Gründen, ja. Dienstagmorgen wieder nach Berlin, sofort wieder zurück, Mittwoch bin ich nach Sarajevo geflogen, Donnerstag bin ich wieder zurückgeflogen, war Donnerstag 21 Uhr in Hamburg, habe einen Videodreh begleitet und bin am Freitagmorgen, hätte ich nach Heidelberg fahren müssen, um dann am Freitagabend wieder zurückzukommen, weil ich Samstagmorgen eine Produktion, ich glaube in, war die noch, ich auch irgendwo in Deutschland, ich glaube in Düsseldorf oder so gewesen wäre. Und das wäre meine Montag- bis Sonntagwoche gewesen. Und das kommen dann ein paar schöne Instagram-Fotos bei raus und bei mir geht es dann in Anführungsstrichen um den journalistischen Part, aber das ist halt einfach Horror. Ja, aber... Das sind 120 Stunden Arbeit. Ist krass. Ist auch wirklich, also ist ja ähnlich wie bei mir. Aber guck mal, ich war eine Woche in Kassel gerade. Da werden so alle Felgen von Daimler für die G-Klasse und für alle LKWs von Mercedes hergestellt. In so einer riesigen Halle. Und da sind die Typen 7 Tage die Woche in 3 Schichten, stehen die an so einem Fließband und machen jeden Tag 30 Jahre lang den gleichen Handgriff. Will ich niemals in meinem Leben. Genau. Und also guck mal, die Leute, die du um dich rum hast, ne, sei es jetzt Praktikant oder so, das sind ja oder Assistenten oder so, das sind ja auch in gewisser Art und Weise, weil du so viel Zeit mit denen verbringst, sind das ja auch deine Freunde so. Also du teilst auch sehr viel Privates mit denen und genau, so ist es ja auch bei mir auch so. Lukas oder wenn ich mit Daniel Obradovic was mache, das ist ja ein Homie von mir. Und das ist so, ey, klar, Stress, das ist krass und so viel rumzukommen und so ist eigentlich geil, aber so meckern auf hohem Niveau. Aber ey, mit allen Jobs, die ich mache, habe ich Homies um mich herum und habe irgendwie Abwechslung. Und selbst wenn du Quatsch machst, wenn du Auto fährst und so oder irgendwo hin, ist schon beste Leben, muss man sagen. Vollkommen. Auf gleicher Schiene. Also ich verstehe, weiß, es wirkt halt auch für Leute so, ah, krass. Natürlich ist es mega anstrengend und so. Und ey, man schläft kaum und alles, aber es ist schon... Ist schon gut. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Es ging gar nicht darum, dass ich meckere, dass ich unterwegs bin. Ich feiere das, dass ich weg bin, aber ich glaube, dass die Leute da draußen... Die wissen das gar nicht, wie viel krass, wie erschöpfend das ist. Deswegen auch dieses Instagrammer-Beispiel und sowas alles. Selbst wenn du einfach nur 4 Orte in einer Woche hast und deine Zeit zu Hause daraus besteht, dass du 2 Stunden zu Hause bist, um eine Tasche zu packen, um zum nächsten Ding zu fahren, so das ist Ruhephasen. So, das ist schon recht anstrengend. Und es geht nicht darum, dass ich jammere, sondern dass dieses Investment, diesen entscheidenden Schritt zu machen, denn darauf will ich hinaus, mehr zu investieren, schon eine ganz schöne Hürde ist. Und das musst du in deinem Leben ja relativ früh gemerkt haben, ne? Dass man einfach 20% mehr geben muss als der Rest, um seine Position zu finden. Ja, tatsächlich. Das ist so eine Eigenschaft, die habe ich mir in New York angewöhnt. Das war so... Das härteste Pflaster dafür wahrscheinlich. Ja, also klischeehaft. Klar, genau. Einmal das härteste Pflaster allgemein so. Du musst in New York irgendwie, darum mag ich New York so, diese Stadt ist einfach so schnelllebig, weil sonst stirbst du in dieser Stadt. Sonst kannst du deine Miete nicht bezahlen, sonst kannst du dein Essen nicht bezahlen. Das ist halt, diese Geschwindigkeit musst du dabei haben. Darum mag ich New York so. Und
du musst irgendwas machen. Also alle Leute haben da auch 2-3 Jobs irgendwie. Und für mich war es so, hey, ich bin ein Fremdkörper in dieser Stadt, weil ich nicht aus New York komme, ich komme aus dem Ausland. Ich bewege mich in einer Kultur, die eine andere Hautfarbe hat als ich irgendwie. Ich wohne in einer Gegend in der Bronx, die eine andere Farbe hat als ich. Ich bin einfach überall fremd. Ich gehöre hier nicht hin, sieht man auf den ersten Blick. Und es gibt tausende, Millionen wahrscheinlich andere Fotografen in Amerika, die genau das machen wollen, Musiker fotografieren. Ist ja so, okay, die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, irgendwie das zu toppen, ist einfach produktiver als der Nächste zu sein. Und wenn du ein gewisses Talent hast, ein klein bisschen Talent und dann noch sehr produktiv bist, ich glaube, dann kommt das Glück und alles, das sehen ja Leute. Ich glaube, dann kommt alles von alleine. Und meine Taktik war einfach immer, eine Stunde mehr zu arbeiten als alle anderen. Und dann habe ich es mir halt angewohnt, 4 Stunden am Tag zu schlafen und ich war wirklich jeden Tag am Fotografieren. Und dann zahlt sich das halt aus, ne? Tatsächlich. So, wollte ich gerade sagen, so ein bisschen auf das Konto, das man dann am Ende füllt und wovon man dann irgendwann lebt. Genau, aber viele Leute wollen da trennt sich die Spreu vom Weizen. Die wollen diesen Schritt halt nicht gehen. Viele Leute sind so, ey, ich war auf der eigenen Hochzeit von meinem Bruder nicht, weil ich arbeiten musste. Ja. So, und es gibt viele Leute, die dann sagen so, ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Also viele werden auch bestimmt sagen, oh, der spaßt und so und bla. Und natürlich würde ich da hingehen. Ich weiß nicht, ob es Vorteil oder nach. Aber so, weißt du, aber es gibt viele Leute, die würden diesen Schritt niemals machen. Die würden sagen so, ey, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, da trennt sich das. Genau, ich glaube, das ist dann auch etwas, was du vorhin mit deinem Sohn beschrieben hast, was in der ersten Sekunde sehr hart klingt. Genau, total. Auf der anderen Seite aber dann auch ein bisschen Teil von dem Job ist, weil weder du noch ich, also wir reden ja jetzt von dir, insofern, ja, weder genau. du kannst halt keinen Job machen, der 9-to-5 ist. Du kannst das, was Null. Du, das, also, es sei denn, du wirst halt, nee, selbst dann. Also, es gibt einfach nicht dieses feste Raster, sondern du musst immer flexibel sein, hast dadurch natürlich aber auch die Möglichkeiten, und musst halt investieren und musst mal mit auf Reisen gehen, damit du größer werden kannst, damit dein Name wächst, damit du bessere Aufträge kriegst. Und das geht halt nicht mit Standardregeln oder Standardmechanismen. So. Und das müssen halt das Freundeskreis und die Familie müssen das kapieren. Und man selber muss es leben. Total. Und ich meine, ey, wenn ich heute jetzt, ich habe ja auch nichts gelernt, gar nichts, ich habe nicht studiert, nichts. Wenn ich heute jetzt keinen Fotojob mehr kriegen würde, boah. Dann geht's wieder. Wie soll ich denn meine Familie ernähren? So, ja, weißt du denn? Genau. Wäre halt auch kein geileres Leben. Da würde ich auch den ganzen Tag arbeiten irgendwo und werde kaum Geld haben. Und ja. Was war das höchste Honorar, das du in deinem Leben gekriegt hast? An einem Tag? Ja. Ich habe mal innerhalb von 2 Stunden $30,000 verdient. Das war das schnellste und beste Geld, was ich je gemacht habe. Für was für einen Job? Es hat mit Snoop zu tun, kann ich jetzt nicht genau einen Job, darf ich wahrscheinlich auch nicht sagen. Okay. Aber nichts Illegales, aber es ist halt so, ja. Aber es war schon, also alles ganz normaler, ja, Job, ganz Fotos normal gemacht, genau, und ja, innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Und was war der aufwendigste Job, wo du am wenigsten Geld für gekriegt hast? Ich habe ein Video für Ferris MC gedreht. Da habe ich 0 Euro rausgezogen. Da war ich doch dabei, oder? Ja, genau. Da habe ich nichts dran verdient. Ich habe alles, das komplette Budget. Also ein bisschen dumm, das Label meint so zu mir, ja, wir haben Summe XY, mach einfach, was du willst, alles cool. Und ich habe halt die komplette Summe, ich hätte auch was Kleineres machen können und hätte mir alles Geld in die Tasche stecken können. Ich habe alles auf den Kopf gehauen, habe mir nichts eingesteckt. Aber ey, so waren wir mal auf dem Dach in der Felle. Hey, ich war auch nochmal wieder da. Ich habe diese Bilder von dieser Charlene, hast du bestimmt gesehen, die habe ich da gemacht. Ah, krass. Genau an dem Blog. Von daher, alles Gute kommt zurück, wenn du weißt, so, ey, wollen wir Fotos? Ja, perfekt, da waren wir. Aber das ist doch eh so ein Punkt, oder? Das ist das, was ich auch immer bei mir in Praktikanten Generationen und so mitbekomme, dass die nicht kapieren, dass es nicht darum geht, dass du heute anfängst, einen Job zu machen und dann nach Stundenlohn denkst. Nein, null. Sondern dass du auch mal 100 Stunden investierst oder von mir aus Wochen investierst in etwas. Das Problem ist, dass voll viele Leute haben gar nicht dieses Mindset. Die wollen halt irgendwas machen. Nur ganz viele Leute wollen Fotograf werden. Und die wollen aber dann sofort das machen. So, ja, aber irgendwie fragte mich letztens, ja, was ist denn dein Geheimnis und wie machst du das denn? Und du bist ja jetzt hier über voll nah dran und alle lassen dich ran. So, ja, aber Digga, ich mach das seit über 10 Jahren. Also, sorry. Kannst du halt nicht von heute auf morgen hinkommen. Also, ja. Was war denn der härteste Job?
Der härteste Job. Boah. Ich frage mal ein bisschen Standards gerade ab hier. Weil man, das kann mich gut überleiten in die Regionen, die ich noch will mit dir hier. Ich habe einmal assistiert einem Fotografen, den kannte ich nicht, das war so ein Fotografenpärchen, Mann und Frau, die haben zusammengearbeitet. Oh, das klingt allein schon hart. Das war so, die haben beide gleichzeitig fotografiert, das war so das Absurdeste, was ich kannte. Und ich weiß auch nicht, warum ich dazu gesagt hatte. Irgendjemand, ein Kumpel von mir, konnte nicht und ich habe gesagt, so, ja, mach Geld. Ich. Das Geld. Nee, es war nicht mehr viel Geld. Ich habe 250 Euro verdient den ganzen Tag so. Und hab dann irgendwie, war dann da am Set und da war noch eine andere Assistentin und irgendwie war es so ganz komisch. Mit mir wurde der ganze Tag, hat keiner ein Wort mit mir geredet. Ich habe das aufgebaut und saß 10 Stunden lang in der Ecke. Ich wurde nicht beachtet. Ich wurde nicht mehr gefragt, was ich zum Mittagessen haben will. So, weißt du? So ganz strange. Das war so ein ganz komisches Gefühl. Und dann habe ich die Rechnung gestellt und das Geld kam einfach nie. Dann habe ich irgendwann angerufen und so, ey, Digga, das Geld und bla. Ja, die Firma, die es gemacht hat, ist pleite gegangen. Und war so, ey, das war der schlimmste Job in meinem ganzen Leben. Wirklich, der Typ, ich glaube bis heute, der Typ kannte nicht mal meinen Namen. Das sind aber Momente, so, wo man auch ein bisschen zweifelt, oder? Hey, nee, gar nicht. Das war nee, so weg und abhauen. Ich habe so viel Hass in dem Moment in mir gehabt. Aber hast du immer gezweifelt? Weil wenn man sich deine Story, Snapchat-Stories, wenn man sich das Buch durchguckt, wenn man deine Geschichten dazu hört, mal abgesehen davon, dass du, klar, also das gehört ja fast aber zu der Dramaturgie dazu, dass du für jeden Tag immer für einen Dollar Croissants in New York gefuttert hast oder dass du hier in einer 40 Quadratmeter Wohnung mit 3 Personen gelebt hast. Aber hast du irgendwann mal daran gezweifelt, dass der Weg, den du gehst, der richtige oder der falsche ist? Ja, bestimmt immer wieder mal, aber nicht wirklich lange. Wie gesagt, ich denke nicht so viel nach. Ich mache so sehr viel. Und dann verfliegt es ja. Ich bin immer, manchmal sehe ich so ganz krasse Fotografen und denke so, Alter, ich könnte sowas nie so. Und dann machst du nächste Woche das Bild? So, boah, nee, gar nicht. Es gibt wirklich krasse Fotografen, wo ich denke so, krass, wie haben die das gemacht so? Und dann ist so irgendwie, zum Beispiel gibt es so, Gabby, kennst du auch Gabriel Hendrix, dieser Schwarze aus Hamburg? Und der ist ja unglaublich fotogen und so. Wir sind so richtig close und dicke miteinander. Und ist so, wir haben am gleichen Tag Geburtstag und immer Bruder und bla und bla und alles stellen wir so vor, das ist mein Twin und so, sagt er immer zu mir. Und ich liebe diesen Typen über alles und er fragt mich seit Ewigkeiten, wann wir Fotos machen. Und dieser Typ wurde so oft, so gut fotografiert. Wirklich, dieses Thema gibt es seit 4 Jahren, dass ich noch nie, ich habe ihn noch nie fotografiert. Einfach, weil ich weiß nicht wie, weil der so krass gut fotografiert wurde. Und da ist halt dann so Momente so, ey, gerne, aber ich Digga, es gibt schon die perfekten Fotos von dir. Was soll ich anders machen? Also er ist kein Musiker, ist Model für die Leute da draußen. Ja. Aber klar, wenn ich so manchmal so durch Instagram scrolle und so krasse Fotografen sehe, dann denke ich auch schon so, boah, geil. Aber so richtig gezweifelt so, ja, klar, also schon, aber irgendwie macht man dann ja doch so, ich bin so Steh-auf-Männchen, ich mache dann trotzdem weiter. Dann ist ja so andersrum, wenn man es dann auch wieder ein bisschen im alten Buch geblättert und schafft Fotos von und mit Kanye West zu machen, so dann eher die Momente, wo man denkt, yes, man, als Fotograf, oder? Ja, ich check das immer im Nachhinein erst so. Ja, aber es ist jetzt ja ein paar Jahre her, insofern. Ja, klar. Also ist schon... Weil wenn man dich fragt, wir haben ja auch schon über das Buch gesprochen, dann sind ja, also fand ich ganz interessant, die Bilder von deinen Homies, dieses eine in diesem Haus da, wo da 9 Leute drauf sind, wovon du erzählst, dass wovon 5 Leute nicht mehr leben. Ja. Viel krasseres Foto mittlerweile ist. Mittlerweile 7. Ja, okay, krass. Viel krasseres Foto als das, keine Ahnung, von Kanye West oder von Snoop oder so. Ja, stimmt. Aber von außen betrachtet wirst du dann halt in 9 von 10 Fällen auf das Kanye-Foto angesprochen. Ja, und diese Snoop-Geschichte wollen auch immer alle drüber reden. Das wird so sehr in diese Ecke gedrängt. Kann ich auch verstehen. Mir ist das tatsächlich immer mehr unangenehm. Also ich bin ja nicht so, du kennst mich ja, ich bin ja nicht der Mensch, der rausgeht und sagt so, ja, ich habe hier Snoop Dogg fotografiert und bla bla. Ich bin immer so, ja, und dann steht so, keine Ahnung, irgendeiner da, ja, Snoop und so, ja, hallo. So, also mir ist das immer eher peinlich so irgendwie und dann. Ist ja ein schmaler Grat zwischen da sind wir ja bei dem, was wir am Anfang hatten. Zwischen, ja, total, also komplett. Marke aufbauen, groß werden, aber auf der anderen Seite dann auch alles mitnehmen drumherum an Namen, die einem dann auf dem Weg weiterbringen, aber irgendwie sich dann vielleicht auch eine Rolle gar nicht so wohlfühlen, weil man halt nicht selber Superstar, sondern immer noch sich als Fotograf fühlen will. Genau. Paul Ripke hat einfach, würde ich sagen, in den letzten Jahren geschafft, da jede Grenze, so formuliere ich es mal, bis aufs Äußerste zu strapazieren und nach links und rechts außen
auszuweiten von eigener Fernsehshow, die er mal gemacht hat. Oder ich meine, war ja Teil von jetzt mit seinem neuen Podcast, wo er sich, ich habe die erste Folge mal gehört, offensiv mehrfach in die Jury von Germany's Next Topmodel reinredet. Also der hat und weiß ja selber, ne? WM-Fotograf und er ist der eine Weltmeister, der den anderen hasst. Und er hasst ihn auch, um dann danach für Lewis Hamilton, also erst Nico Rosberg-Fotograf, um dann Lewis Hamilton-Fotograf. Das ist so, als wenn du, keine Ahnung, erst für Schalke und dann für Dortmund arbeitest oder so. Aber das ist alles immer scheißegal, weil der seinen Weg macht und die Leute, glaube ich, ihn am Ende auch als Paul Ripke wahrnehmen und als Marke. Ziehst du Vergleiche zu deinem Weg und zu dem, was er macht? Oder ziehen andere Vergleiche? Ich glaube, andere ziehen Vergleiche. Es gibt auch absolut, ich glaube, das ist uns beiden auch klar, dass es schon so Überschneidungen gibt und alles. Auch, dass wir viele Dinge, glaube ich, ähnlich sehen, aber so richtig Vergleiche. Ist dann schwierig, da muss man sich ja manchmal sogar abgrenzen. Ist immer schwer, so, ja, genau. Ist halt so. Das nervt dann vielleicht sogar eher, oder? Ja. Also, ich meine, so Paul ist ja so dieser, der wird auch oft jetzt gesagt, so Paul, Materia, ich 187, so. Das wird so. Bisschen wurde auch schon ein paar gesagt, so ja, das ist jetzt dein Paul Ripke-Moment, so. Ja, aber ganz ehrlich, vor dieser ganzen Social-Media-Kacke, darum wird es halt so wahrgenommen, ey, hört Instagram, als ich mit Snoop Dogg gewesen wäre, gegeben, wäre alles aus. Ja. So, weißt du, dann, und das war ja immer so. Ich glaube, darum hat Paul das auch nie so wirklich gehatet irgendwie bei mir, weil er wusste, ich mache das schon seit Ewigkeiten und ich habe es schon vorher gemacht und es ist jetzt nicht so, dass ich so zu ihm gucke und sage so, ah, er hat so gemacht, ich mache es genauso, sondern es ist so ein natürlicher Weg einfach. Ich glaube, das ist einfach, ja. Aber klar, es gibt schon viele Überschneidungen, ne? Gibt es denn für dich Grenzen, die du als Fotograf oder als Pascal Kourouche nicht machen wollen würdest? Ja, bestimmt. Ich wüsste jetzt nicht. Also jetzt sind wir wieder in dem Moment, wo du nicht weit in die Zukunft. Ich weiß noch, letztes Mal habe ich dir eine Frage über die Zukunft gestellt. Ey, da hast du mit genauso viel Fragezeichen wie gegenüber gesessen. Ich mache, wie es kommt. Ja, bestimmt. Fällt dir nichts konkret ein? Ich würde jetzt keine Hochzeiten fotografieren, aber das ist wahrscheinlich nicht die Grenze. Obwohl es gutes Geld wäre. Ja, aber nee. Zum Beispiel, irgendwie heute habe ich gerade wieder so das gehört, ja, mach doch mal Kalender. So, ich würde niemals in meinem Leben Kalender machen. Ich würde auch alles dafür geben, dass meine Fotos niemals für einen Kalender. Es ging um eine Box von einem Künstler. Oh, ich wollte dir gerade ein Kalenderprojekt vorschlagen. Echt? Und da war es so auch so irgendwie so, ja, im Notfall machst du halt einen Kalender in die Box. So, und war es so, boah, ich habe nichts gesagt dazu, aber es war so, ich würde niemals würde ich das machen. Finde ich ganz schlimm. Aber der Weg immer weiter von hinter der Kamera mit vor die Kamera? Ja, so Grenzen. Ich will dich jetzt nur auf was festnageln, damit ich in 3 Jahren sagen kann. Ja, genau. Ha, ha. Ich würde jetzt nicht sagen, so, ich weiß es nicht. Ich entscheide super viel vom Bauch heraus. Hätte man mich jetzt wahrscheinlich vor 10 Jahren gefragt, so ja, willst du jemals einen Podcast machen? Würde ich auch, habe ich auch gesagt, so, nein, Mann, Digga, ich gehöre hinter die Kamera, jetzt sitzen wir hier. Genauso wie ich jetzt sagen würde, so, ey, ich würde niemals so eine Prankshow machen, wie Paul das gemacht hat. Das würde ich, aber das bin ich halt auch nicht. Paul passt da voll rein und kommt da voll gut rüber. Aber weiß ich nicht. Und natürlich finde ich ja auch bei SDK macht er jetzt immer diese Blogs und so und da ist auch noch was in Zukunft geplant und natürlich werde ich da auch nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Vordergrund stattfinden, weil ich halt ein Teil dieser Familie bin. Darum kann man das nicht ausschließen. Wenn es cool ist, würde ich es auf jeden Fall machen, aber also ich sehe mich jetzt zum Beispiel nicht in der Jury von Germany's Next Topmodel, weil ich glaube, dafür habe ich einfach viel zu wenig Ahnung und ich habe da nichts zu suchen. Also ja. Aber das ist halt so eine Sache, so das würde ich eher so absagen, weil ich da nichts zu suchen habe und nicht, weil ich es nicht als Grenze sehen würde, wenn es sowas als Rap-Format geben würde, obwohl, ja, weiß ich auch nicht, das ist so ein bisschen. Wir beide könnten uns ja überlegen, dass wir jetzt jeden Montag einmal anrufen und uns dann erzählen, was wir in unserer Woche so erlebt haben. Machen. Meine Woche ist allerdings nie so spannend, wie die Leute denken, darum wird es ein bisschen langweilig. Ja, dann machen wir einmal Monat, dann nennen wir es auf den... Nennen wir es auf dem Weg. Die Traumwoche. Die Traumwoche. AKA. Der Weg zum. Wie heißt er? Auf dem Weg zum Ruhm oder so heißt er, ne? Genau. Auf dem Weg nach Ruhm. Wir nennen es die Traumwoche und machen das dann alle 4 Wochen oder so. Obwohl ich ja schon merke, dass die Leute wirklich da Interesse daran haben. Das ist total absurd. Man muss ja einfach auch sagen, was die Leute vergessen ist, Paul ist ja auch so ein Arbeitsmensch. Von so, klar klappt das und so, aber so. Ich habe es jetzt nicht gehört, muss ich sagen. Also
aber auch nicht, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich würde es mir sonst anhören. Muss man machen, das würde ich ja, ich mag gerade Paul, wenn man ihn so kennt, ist es genau, genau, glaube ich nämlich auch. Denkst du manchmal so, oh, Paul, und dann manchmal denkst du, ja, Mann. Ja, und was man ja bei Paul nicht sieht und was bei mir ja auch nicht man sieht und was man allgemein bei Leuten nicht sieht, genauso wie bei Leuten bei dir wahrscheinlich nicht sehen, sind so von diesem ein Projekt, was du startest, sind halt 10 Stück in die Hose gegangen. Und das wird halt nie kommuniziert. So, weißt redet du? Man nicht gerne drüber. Genau, darum ist es halt so. Also, ja, wenn ich über die ganzen Pitches mal reden würde, genau, die ich in den letzten Monaten... Genau, und das kriegen halt die Leute nicht mit und sagen dann so, ja, aber krass und das, ja, aber was meinst du, wie viele Sachen Paul versucht hat, die nicht stattgefunden haben, worüber er einfach nicht geredet hat? Ja. Ich meine, allein diese TV-Show, die wurde ja auch abgesetzt, glaube ich, oder? Du meinst diese Prank-Show? Ja. Ja, genau. Ja. Hat ja auch nicht Quote. Wirklich... Aber habe ich auch dann wieder im Podcast gelernt, unter 10% damals die Quote, deswegen abgesetzt. Und dann hat Joko gesagt, heute werdet ihr damit auf jeden Fall gut im Rennen. Okay. Aber wir wollen nicht so viel über Paul Rübke reden. Das finde ich nur schon, weil das bestimmt auch immer häufiger mal kommen wird, je größer dein Bekanntheitsgrad wird. Und die Fotografenszene an sich ja dann auch, so wie ich es in den Jahren immer erlebt habe, auch sehr gut links und rechts guckt und guckt, wie die anderen das machen. Und am Ende geht es auch um Jobs und um die Position und das Geld und so. Und der Markt ist klein und das Nadelöhr und so weiter und so fort. Hey, weißt du, was mein Glücksmoment war? Das denke ich tatsächlich manchmal oft. Es gibt, da habe ich auch schon einmal mit irgendjemandem drüber geredet, wo ich meinte, ey, da im Grunde, bei mir ging es ja im Grunde los, als Paul sich so ein bisschen aus dieser Hip-Hop-Geschichte rausgezogen hat. Und dann kam der Pascal und hat sich gedacht... Und nach L.A. gegangen ist. Ja. Es war der größte, das Beste, was mir passieren konnte. Einfach, da ist nämlich wieder dieses Prinzip. Das, was ich meinte, man muss immer eine Stunde mehr arbeiten als der andere. Ich konnte nicht mehr arbeiten als Paul Rübke. Paul Rübke hat einfach so, der hat aber natürlich auch so eine Armee an Menschen hinter sich gehabt. So, aber man konnte nicht mehr arbeiten als Paul Rübke. Er hat schon alles gemacht. Und das war ja wirklich so. Er hat ja wirklich die ganzen Sachen da für, was weiß ich, Jan Delay hat er ja gemacht, dann irgendwie Materia alles, dann hat er da noch stattgefunden und da noch und überall alles sprachen nur von Paul Rübke. Ich meine, da konnte man nicht mehr stattfinden. In dem Moment, wo er weg war und diese Pause gemacht hat, auf einmal, jetzt kann ich mehr arbeiten als er, jetzt wird es wahrgenommen. Ich habe ja schon immer viel gearbeitet, aber es wurde einfach nicht wahrgenommen, weil, genau. Also dass jetzt so Leute sagen, ja, läuft bei dir so, ja, aber es lief ja immer eigentlich ganz okay, aber halt im anderen Feld halt, ne? Was ist das schönste Foto, das du je geschossen hast? Das schönste Foto, was ich je geschossen habe, ist... Zwischendurch einfach mal eine Klischee-Frage, um dich komplett aus dem Rhythmus zu holen. Nee, gar nicht, ich kann es dir genau sagen, das ist... hast schon fünfmal beantwortet, ne? Wahrscheinlich habe ich letztes Mal ein anderes gesagt, aber jetzt aktuell ist gerade in Südafrika, in Kapstadt, gibt es so den ältesten Friseursalon Kapstadt. Habe ich so die, das waren 4 Brüder, 2 sind gestorben, 2 gibt es noch und da einer sitzt, glaube ich, und der andere steht. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr schönes Foto. Warum? Aber ich glaube, schon wieder kein Superstar drauf, ganz interessant. Ich glaube, das ist ein bisschen, weil ich an dem Ort dabei war und mich mit denen und das Ganze drumherum, was da passiert ist, für mich. Und ich finde, das sieht einfach geil aus mit diesen Farben, wie dieser Friseursalon aussieht und die Menschen, wie der eine guckt. So, das ist schon, das ist mein Lieblingsfoto. Warst du mal wirklich in Gefahr beim Foto machen? Abgesehen davon, dass die Leute gesagt haben, wie da warst du in der Gegend? Bist du verrückt? Ist, glaube ich, Auslegungssache. Ich glaube, ich war schon, glaube ich, einmal gab es so einen Moment, wo ich selber das gecheckt habe. Aber ich glaube, genau das, wo Leute sagen, bist du verrückt? Es gab, glaube ich, schon mehrere Momente, wo ich es einfach nicht gerafft habe. Ja. Weil ich einfach dumm war oder einfach... Und wo hast du es gerafft? Auch Kapstadt. Da war so ein Moment, da bin ich ins Township gefahren in Menenberg und da sind so zwei, das ist so eine Häuserschlucht. Das sind 2 Häuser, die stehen aneinander und Straße führt dran und du kannst zwischen den Häusern gehen. Und wenn du zwischen den Häusern gehst, bist du so weg. Und da meinten die Leute, mit denen ich da war, meinten so, ja, kannst machen, was du willst, aber geh nicht da rein. Weil wenn du rein bist, kommst du nicht mehr raus. Machen die Eingänge dicht, weg. Das war halt so Ganggebiet. Ja, ich bin halt direkt reingegangen, Fotos gemacht, bla bla, war mittendrin da. Und irgendwann, das war über 2 Stockwerke gingen die Häuser jeweils. Und irgendwann kam von oben so ein Typ raus und auf einmal so, die haben halt alle so, waren ganz viele Kids da und die haben so alle vor der Kamera rumgesprungen und gepostet und so. Und irgendwann kam so ein Typ raus und hat irgendwas gerufen und dann auf einmal waren so
hat keiner mehr gepostet und alle waren so sehr reserviert und waren so, und dann kam er so schreiend auf mich zu, wo ich nichts verstanden habe. Und dann hat er gecheckt, dass ich kein Afrikaans kann. Dann hat er auf Englisch irgendwie so rumgeschrien und so. Und ich so, Digga, ich bin nur hier, um ein paar Fotos zu machen, weil mich das alles interessiert und die Umstände und wie er lebt und so. Das. Und dann guckt er mich so an, haben wir so, meinte, haben ein bisschen gelabert irgendwie. Aber es war so, da war schon sehr, sehr starke Aggressivität. Und bevor dieser Moment war, wo haben wir so ein bisschen gelabert, war so 10 Minuten anschreien und was ich denn hier will und so. Und der war so der Chef der Gegend. Und irgendwie hat er meine Tätowierung gesehen und war so, ah, stehst du auf Tätowierung und bla und hier, ich habe das und das und das und das. Und hat mir seine, und dann hat sich so, dann wusstest du, okay, aber so einen kurzen Moment, wo er so auf mich zukam, so, und du wusstest so, okay, du bist jetzt hier mittendrin, alle Leute ziehen sich auf einmal zurück, so andere Leute kommen dazu. War so, okay, vielleicht bin ich jetzt einen Schritt zu weit gegangen. Aber es war so ein Bruchteil von einer Sekunde, wo ich das gedacht habe. Wenn man mit gesundem Selbstbewusstsein, also wenn man mit gesundem Selbstbewusstsein in so eine Situation reingeht, dann kommt man ja meistens auch wieder raus, ja, genau. Weil das meiste an den Mechanismen, das ist ja. Ich glaube auch, wenn man selbst und mit gewissem Respekt da reingeht, genau. Und Menschen mit gewissem Respekt gegenübertritt, das hat er dann auch relativ schnell gecheckt, dass ich wirklich nicht da bin, um irgendwie die auszunehmen im Sinne von, ich mache Fotos von denen, fahre wieder in die Stadt und verkaufe die Bilder, sondern wirklich aus eigenem Interesse da bin und aus was da passiert und wie die Menschen leben, alles respektiere und nicht so schaulustig bin. Das haben die schon sehr schnell gemerkt. Und dann, ja. Ja, man muss halt immer auch darauf aufpassen, dass man das, also die Mechanismen, die da ja funktionieren mit Hierarchien und, genau, mit, total. Und dass man die respektiert, aber nicht Teil davon ist. Und total. Dann, glaube ich, kommt man aus der Situation auch wieder raus. Ja. 2017 wird sicherlich ein Thema sein, über das wir uns nochmal an anderer Stelle unterhalten. Ich bin sicher, bin gespannt, da wird dann wieder irgendjemand kommen und auch noch ein großes Format und dann gibt es vielleicht wieder sowas wie Sonus Home und dann passt es sehr gut, mal Pascal Courouge als Hamburger da noch mit einzubauen und so. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne eine Ausstellung machen. Ja, habe ich Bock drauf. Sonst machen wir da Podium und dann interviewe ich dich da nochmal. Voll gerne. Hiermit angeboten. Mach dein Opening, ich interviewe dich an dem Tag. Wir machen das im Januar in der AFV-Galerie. Ja, so. Mach gerne das Interview mit dir. Ja. Weil jetzt gibt es noch nicht ganz so viel zu erzählen, außer die Tatsache, dass ich mich beschweren muss. Ich wollte gerade ein Buch kaufen und hatte meine Kreditkarte angegeben, das hat nicht funktioniert. Riesenproblem. Aber warum das Buch? Also ja, es wird wahrscheinlich, der Infotext sagt, die letzten 3 Jahre zusammengefasst. Ja, genau. Das heißt 2017, weil es jetzt halt herauskommt. Genau, das verstehen viele Leute nicht. Viele denken so, Jahresbuch und so. Ich meine, das ist ja das, was auch ein anderer Fotograf das ein oder andere Mal schon gemacht hat. Genau, das habe ich aber auch offen kommuniziert. Ja. Das war so, da habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich es offen kommuniziere, dann kann keiner mehr was sagen. Ich hätte es trotzdem nicht so genannt, glaube ich. Weil die Verbrücke ich wollte es auch groß nicht so nennen. Ich wollte es nicht so nennen. Ich fand den Namen dann aber so geil, in Kombination mit dem Cover, dass ich dachte, scheiß drauf, mir fiel kein besserer Name ein. Kannst du bitte machen. Man hat wieder sehr lange drüber nachgedacht. Ja, ich wollte nicht, hier Snapshot Stories 2 wollte ich es nicht nennen, weil es was anderes ist. Würdest du aber sagen, dass du in den letzten dann 3 Jahren auch so viel erlebt hast, dass es einen ähnlichen persönlichen Touch haben kann und so viel Geschichte haben kann wie Snapshot Stories? Auch da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Weil ich dachte, ich war viel am Hin und Her. Ich würde gerne ein neues Buch machen. Einfach weil ich dieses so schön finde, dieses gedruckte Fotos, irgendwas in der Hand zu haben. Ich finde auch ich finde auch diesen Prozess voll geil, in diese Druckerei zu gehen und so. Und es wird auch nur, das Buch wird nur eine Auflage von 500 Stück haben. Das ist noch nicht kommuniziert, aber es war so von vornherein. Dann gehe ich jetzt mal ganz schnell wieder auf die Seite, damit ich mir eins kaufe, damit ich eins abkriege. Ah ja, und das auf jeden Fall. Aber darum, ich werde auch nicht wirklich viel Geld mit verdienen. So, das ist gar nicht im Vordergrund, sondern ich mache das hauptsächlich, einmal ist das der Grund, dieses Gedruckding und so, das mag ich. Ich mag diesen Prozess. Im Dezember passiert nicht viel meistens. Jetzt ist schon voll viel irgendwie. Mehr so Beschäftigungstherapie gewesen. Und tatsächlich mache ich es, weil ich so viel unterwegs bin. Das ist wirklich ein Grund, dass ich irgendwann meinem Sohn das geben kann und der irgendwann zu Hause sitzt und in dieses Buch blättert, genauso wie in Snapshot-Stories blätterst und sagst so, das hat mein Papa gemacht und da drin rumblättert und so ein bisschen versteht so, was er nie da so spaßt und dass er dann das Buch sieht und sagt so, okay, er war nie da, aber das hat er gemacht und vielleicht auch, die Menschen hat er beeinflusst und krass, er
war jetzt nicht bei mir am Kinderbett und hat stattdessen auf den Philippinen auf einer Müllhalde fotografiert, wo Kinder nichts haben, so. Und das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Grund. Ja. Ich bin gespannt drauf, auch wie die Leute das Buch dann so wahrnehmen werden. Ja, ja, mit der Tiefe nochmal, ob es die gleiche Tiefe haben wird, genau. Habe ich sehr lange drüber nachgedacht, weil ich war mir nicht sicher, ob ich es machen soll oder nicht, weil es geht einfach nicht. Dieses Buch Echo in New York ist erstmal, du kommst hier aus Deutschland, diese ganze New York-Hip-Hop-Geschichte ist schon so krass nah dran, erstmal in dem Buch. Dann irgendwie hast du Leute, die gestorben sind. Mir haben Leute geschrieben, teilweise so, ey, krass, danke, dass du meinen Cousin da reingenommen hast, der gestorben ist, und irgendwie, ey, jetzt hat er einen Grund, warum er so, dann liest du das und denkst so, fuck, Alter, ich kann jetzt nicht so ein scheiß Buch über 3 Jahre machen, weil ja, das ist ja, man muss so ein bisschen was suchen, weil es gibt so, ey, was habe ich gemacht? Ey, heute war ich mit SCK auf Tour, danach mit Chefboss, und dann zeigst du da, man muss diese Tiefe ein bisschen suchen, also auch ich. Aber die gibt es auf jeden Fall, und ich glaube, es wird auch gut, und irgendwann Kevin Colt, dieser Rapper aus London, der jetzt gerade auch sehr gut durchstartet, mit dem habe ich mich auch über dieses Thema unterhalten und meinte, ja, ich weiß nicht, ob ich es machen soll oder nicht. Und der meinte so, ich so, naja, wenn du es so musikmäßig überträgst, so einen Versuch hast du ja schon, den meinte er so, ja, das erste Album ist ja immer das Beste. Und ich so, ja, aber du als Musiker hast ja immer den Anspruch, das zweite besser zu machen. Und ich weiß halt nicht, wie ich das erste toppen soll, so. Aber es ist ja auch jetzt nicht die Lösung, nichts zu machen. Und meinte er so, naja, aber kannst ja auch eine EP machen. Von daher 2017 ist meine EP. Oder mein Mixtape, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass es gut wird. Ich weiß es noch nicht. Ja, da wollte ich aber eben mit meinem Ansatz von Frage E hin, weil du kannst ja nicht die Dramaturgie und das Gefühl von so einem Start und so einer Karriere oder die jungen Jahre, das kannst ja nicht ein zweites Mal mit einfangen, es geht nicht. Das ist genau wie das Debütalbum vom Künstler, das er nicht nochmal machen kann, ohne jetzt das Buch dazu, also zu groß reden zu wollen, aber es ist einfach für dich und deinen eigenen Weg, ja, dann hat es einen ganz anderen Wert. Dann ist dieses Buch ja wahrscheinlich eher die Autobahn, Deutschrap-Autobahn, auf der du dich gerade bewegst und wo die Leute mal ein kleines bisschen zugucken können. Genau. Es wird aber nicht nur Rap sein, es wird auch viel mit Reisen sein. Ja. Ich bin gespannt drauf. Unsere gemeinsame New York-Reise gilt immer noch, ne? Mhm. Du weißt schon, ne? Ich gehe dir da jedes Mal mit auf den Nerven. Wahrscheinlich haue ich vorher einmal kurz alleine. Wollte ich gerade sagen, hast du schon gesagt, ja, vollkommen muss, okay. Ist ja vollkommen okay. Muss einmal. So ein verschmitztes immer, nerv nicht, Nico. Nee, gar nicht. Ich blamier mich doch nicht mit dir da. Glaube ich, ganz geil. Kriegen wir schon hin. Wo wollte ich denn hin? Ja, genau, weil ich will eigentlich nur noch eine letzte Frage stellen, und ich wollte mir eine New York-Brücke bauen. Ja, wir sind auch schon ganz gut dabei. Man muss immer so bei diesen Dingen immer so ein bisschen aufpassen, damit es nicht zu lang wird, sonst brechen sie ab so. Die 90-Minuten-Regel habe ich gelernt. Und da gehen wir gerade hin. New York ist der Punkt, an dem du deine Pascal Courouge-Fotografen-Karriere, der Stern am Himmel, wo es losging. Hamburg ist deine Basis. Fühlst du dich hier zu Hause? Ja, witzigerweise sind wir gestern aus München wiedergekommen. SCK, ich und seine Frau. Und wir sind angekommen, und ich sagte, als wir aus dem Flughafen rausgegangen sind, sagte ich so, boah, ich hab's früher gehasst, nach Hamburg zu kommen, wieder so nach Deutschland wieder zu kommen. Ich habe es verflucht, und beide waren so, echt krass, aber fühlt sich jetzt nicht an wie zu Hause und so. Und dann meinte ich jetzt schon, aber nur wegen Miles, wegen meinem Sohn. Weil der hat mir halt so eine Basis gegeben. Würde es ihm nicht geben, würde ich jetzt wahrscheinlich eh nicht hier sein, wäre ich wahrscheinlich wirklich schon trotzdem in New York wieder. Aber schon, mittlerweile ist es schon so mein Zuhause. Ich vermisse unglaublich krass New York in letzter Zeit. Also Flieg hin. Ich muss aber ein paar andere Jobs erst erledigen. So, ich weiß nicht wann. Flieg das ist das Problem. Schon. Also ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier zu Hause, vermisse die Ferne. Was gibst du den Leuten auf dem Weg, wenn sie dich fragen, kannst du mir sagen, wie ich Fotograf werde? Fotografieren. Machen. Einfach nicht viel drüber nachdenken, Fotos machen. Sowieso nicht viel drüber nachdenken. Und in der heutigen Zeit irgendwie mit deinem Versuch irgendwie, teil alles, was du hast, bunker das nicht. Also ich habe das Buch ja auch
10 Jahre zwar gebunkert oder 12 Jahre, weil ich halt immer dachte, es interessiert niemanden. Tja. Und ja. War Quatsch. War Quatsch. Klügste Entscheidung, die ich je hatte. Neben den gibt noch eine andere. Welche denn? Oh, das ist mit dem Kind, das ist schon ganz gut. Ja, bist du zufrieden? Ja. Ist gut gelungen? Und teuersten 30 Sekunden meines Lebens, aber ist gut gelungen. Ja, würde ich gerade sagen, das ist dann am Ende etwas, was man glaube ich, nicht mit Gold auflegen kann. Nein, alles war ein Witz. Wird er eigentlich irgendwann auch Fotograf? Was meinst du? Er sagt, er möchte gerne später Fotograf werden und Elefanten und Frauen fotografieren. Elefanten und Frauen? Ja, hoffentlich nicht. Nicht in der Reihenfolge. Ah doch, wäre schon witzig. Ja? Nee, keine Ahnung, der soll machen, was er will. Also er hat immer so Phasen. Jetzt gerade möchte er tagsüber tatsächlich Elefanten und Frauen fotografieren und nachts ist er Ninja. Okay, ja, aber es ist eh mehr so ein Nachtding mit dem Ninja, glaube ich. Ja, genau. Bist du nachts auch manchmal Ninja? Immer. Jede Nacht. Die absurdeste letzte Frage. Aber ich glaube, wir sehen uns dann ja zu 2017 nochmal wieder, da habe ich Bock drauf. Mhm, finde ich gut. Mal gucken. Ja. Solange muss ich auf jeden Fall, danke Dinger. Danke. Wolltest du mir die Hand geben? Ja, ich wollte dir die Hand geben. So. Das sieht man nicht, aber ich wollte mich höflich einfach bedanken bei dir. Deswegen ein kurzer Handschlag. Nee, das gehört einfach zu einem netten Gespräch dazu, dass man am Ende einmal Danke sagt und sich die Hände schüttelt. Aber du musst mir Fotografieren beibringen. Hier? Ja, lass mal los. Ist nicht schwer. Doch, ich will mal was machen. Weiß ich noch nicht. Egal, Dankeschön. Bis bald euch da draußen. Danke für deine Zeit und kauft das Buch, wenn ihr denn mit eurer Kreditkarte durchkommt. Sonst legt ihm einfach Bargeld für die Tür, dann kriegt ihr auch eins. Ja, ich mache demnächst, weil voll vielen passiert ist. Ich habe so viele Nachrichten, ich habe mich nicht drum gekümmert. Ich mache jetzt so einen PayPal-Link für alle anderen. Ja, massiv. Also, danke dir, danke euch, bis bald. Tschüss.